Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen neuen Livestream. Heute geht's wieder weiter in GTA 5 Roleplay zuerst und dann werden wir in den Microsoft Flight Simulator reingucken. Und zwar gab es da heute ein knapp 16 GB großes Update und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Heute habe ich mal meine Lichtsettings ein bisschen umgedreht. Ich hoffe, das funktioniert so. Keine Ahnung. Wir werden es uns angucken. Aber wir werden jetzt erstmal in GTA durchstarten und hoffen, dass das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Gut. Dann schaue ich auch, dass ich die richtige Maus an der Hand habe. Und dann gehen wir mal direkt ins Spiel. Channel switched. So, ein neuer Tag hier in Los Santos. Wir ziehen uns jetzt erstmal um. Wir ziehen uns jetzt erstmal um. Microphone activated. Bevor wir hier irgendwas machen, jetzt schauen wir jetzt erst noch parallel gleich mal ins Telefon. Verlauf, heute ist der 16. Tyrese hat angerufen. Viermal, okay. Servus, Deadman. Microphone activated. Was geht? Hi, grüß dich, Tyrese. Was geht ab? Ich habe gestern gesehen, du hast mich angerufen. Ja. 23:45 ungefähr. Ja, das ist. Irgendwas war denn das? Ich glaube, das hat sich schon erledigt gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum und weshalb. Aber wenn es mir wieder einfällt, dann melde ich mich bei dir. Alles klar. Passt. Alles klar. Ja, dann schon mal einen schönen Abend dir. Jo, dir auch. Danke. Servus. Jo. Mikrofon muted. Gut. Deadman, was geht ab bei dir? Alles klärchen. Alles klärchen bei dir? Was habe ich denn hier? Instant-Nudeln zum Futtern? Wir brauchen allgemein wieder Rationen, damit wir hier nicht verhungern. Ach komm. Ja, was ist denn hier los? So. So. Ah, guck her. Ach, jetzt komme ich wieder nicht raus. Super. So. Oder auch nicht. Ja, schöne Scheiße. Jetzt komme ich nicht raus. Ach, jetzt. Ja, super, jetzt läuft der Bock, aber. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. So, einmal ausmachen. Okay. Microphone activated. Hä? Hallo? Ist auch hast du mich gehört, oder wie? Durch die Tür, gesagt? Ja, wie ich, ob du mich gehört hast, wie ich die Tür verlassen habe oder warum du auf einmal hier auch gerade auftauchst. Ja, ich habe die Schritte gehört, das Vibrieren des Hauses und habe schon gedacht, ja, der James geht gerade aus der Tür raus. Ja. Dann bin ich gleich hinterher spaziert. Okay. Ja. Na gut, Autos bewegen. Ja, natürlich. Microphone muted. Ja, muss, nee, kann mich nicht beklagen. Und selber bei mir auch alles besser. Ja, es ist leider heute schon wieder später geworden, wie erwartet. Warum steigt er denn jetzt schon wieder nicht ein? Okay. Oder dann habe ich da ein Messer drin. Okay. Jetzt hat erstmal die Kofferklappe weg. Fuck. Moment.
Mikrofon aktiviert. Carbonizare und den Ding ist schon bewegt? Nee, noch nicht. Okay. Nur die zwei hier. Ja. Ah, okay. Passt. Sieht voll schwarz aus. Ah, bei dem ist der Kofferraum immer so blöd. Das freut mich, also habe einen Fehler gemacht. Heute einkaufen war die Hölle. Wieso? Ja. Ich habe einen verpassten Anruf. Was, von wem? Von Kalle. Nein, von Hermann Bader. Echt? Ja, dann ja. Auf, ruf an. Ja, erst muss ich Kalle anrufen. Ja, mach mal. Das ist immer das jetzt erstmal er als Wichtigstes. Und Luan hat auch angerufen, steht hier auf Köln. Ja, mich hat Dingens angerufen. Achso, vielleicht hat er noch ein Funkgerät aufgetrieben. Rufen wir auch gleich mal an. Ich ruf mal den verwirrten Opa an. Und ich rufe Elena an. Ja, mach das. Oh mein Gott, es klingelt sogar. Hui, bleib hier, ich will zuhören. Ach stimmt, mich hat er auch angerufen. Hallo, Herr Bader. Schön, dass Sie mal wieder auf der Insel sind. Ja. Ja. Ich kann Ihnen ein Anhaltspunkt geben, wenn Sie wollen. Brücke. Du musst dem Kerle schon mehr sagen, der ist so ein alter, seniler Sack. Wie? Nein. Nein. Ja, Moment, Sie machen einen Jobraub. Fehler gemacht heute mit dem Baum. Einfach die Kassenschlange bis an die Wursttheke und dann nur eine Kasse offen. Okay. Naja, dann hast du ja die Möglichkeit, mehr gehabt zu tun wie ich. Ein Job, ich darf ja noch nicht raus. Ich den Job. Ja, das. Ach so, Sie sind Bauarbeiter. Ah, das freut mich gerade für Sie. In welcher Baustelle arbeiten Sie denn? Ach, so ein fahrender Bauarbeiter, ja. Was gibt. Ja. Aber das konntest du ja vorher nicht wissen, dass du ja, dass du so eine Schlange ist, oder? Ja, erwähnen, damit haben wir sie kennengelernt. Mit dem Leichenwagen. Also sie waren... Ach, stimmt. Stimmt, ja, genau. Ja. Ja, genau. Nachdem wir sie jetzt nicht mehr erreicht haben, dachten wir, dass sie schon im Grabe liegen. Aber es ist schön, wieder was von ihnen zu hören. Der Alfred ist gesprungen. Haben sie es rausgefunden? Das macht jetzt doch nichts. Ja, das ist auch eine Art, wie man den Alfred bei sich haben kann. Herr Bader, wollen wir uns nachher später noch treffen am Würfelpark? Propaganda, ja, das kann ich Ihnen auch geben. ja, wir waren uns tatsächlich nicht sicher. Aber es ist gut, dass Sie es nochmal erwähnt. Und ich meine, dass Sie jetzt ja, am Telefon sind, gehe ich mal davon aus, dass Sie ja nicht gesprungen sind. Nachvollziehbar eure Schlussfolgerung. Ja, natürlich, wenn man alt ist sowieso. Da lernt man schnell im Grab. Na gut, sie haben ja das Grab bei sich.
Recht haben Sie. Herr Bade, ich will Sie gar nicht weiter stören bei Ihrem Jobraub. Ich meine Jobraub. Jobbau, ja, Entschuldigung. Genau, ich melde mich später bei Ihnen, ja. Sollten Sie im Knast landen, rufen Sie nicht an. Genau, Sie haben ja nie was gemacht, genau. Das glaube ich Ihnen natürlich. Sie als, ja. Ja, ich melde mich später bei Ihnen, Herr Bader. Schönen Abend, tschüss. Was? Hat der jetzt. Hat, hä? Was war das denn jetzt? Ja, du weißt, ob ich sehr nil und verwirrt er ist, ja. Er hat natürlich, wie blöd er ist, auch sofort erwähnt, dass er dann gerade einen Jobraub macht und hat es dann runtergespielt und gemacht, nein, er ist auf dem Bau, er meint einen Jobbau, er ist auf dem Bau als Bauarbeiter unterwegs. Ach so. Genau. Okay. Naja, aber ist das nicht ein bisschen riskant? Also, weiß ich nicht. Er meint, er hat eine weiße Weste. Aber ja gut. Ah, übrigens, er hat einen Alfred gefunden, der Alfred ist tot und der Alfred fällt jetzt bei ihm im Leichenwagen mit. Nein. Ja, darum naja, hat er gesagt. Wie du gesagt hast, dann ist er wenigstens bei ihm. Ja, eben, habe ich ja gesagt. Das ist auch eine Art, eine Verstorbenheit zu haben. Oh Mann. Ja, wir können ja vielleicht auch noch treffen. Ja, natürlich. Ist er im Würfelpark oder wo? Jetzt ist er gerade auf dem Bau. Also im Shop. Ja, im Baumarkt ist er wahrscheinlich, ja. Ah, okay. Was machen wir? Wie sieht dein Plan aus heute? Achso, warte mal, ich muss ja Essen und Trinken holen. Ich habe immer noch bei mir. Ich rufe mal Luan an und frage, was er will. Ja, mach mal. Jo, hi, grüß dich, du hast mir angerufen. Din, din, din. Ah, scheiße, stimmt, ja. Hi, James. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, gut und selbst. Ja, soweit. Alles im grünen Bereich. Was treibst du? Bin gerade unterwegs. Ah, okay. Ja. Ja, bin gerade aufgewacht und gehe gerade meine Telefonliste durch. Kann das sein, dass du gestern am Trailerpark warst? Ja, war ich tatsächlich. Ich hab da irgendwas gesehen, wo ich dachte, das könnte er sein. Und die Stimme hat so ja. Und dann dachte ich so, ah, aber ich glaube, das ist Jules. Und dann dachte ich, ah, das ist keine gute Idee. ich habe mich tatsächlich gestern mit Jules im Trailerpark getroffen. Ja, die hat mir ihr Zuhause gezeigt, ihr neues. Telefoniert. Ich melde mich noch. Ja. Dann warst du das. Ja, genau. Wo warst du da gestanden? Bei der kleinen Gruppe da. Ach, unter der Laterne? Ja, kann sehr gut sein. Ah, okay. Naja, gut, dann, ja. Haben wir uns gestern tatsächlich verpasst. Wie kommst du mit Juice denn jetzt klar? Schweizer hatte mir geraten, mal mit ihr zu reden. Dann wollte ich sie anrufen und dann hat sie aber mich weggedrückt. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kannst du mich mal. Hm. Ja, aber die ist ja jetzt ja deine Nachbarin dann. Ach so, nee, du wohnst da nicht, oder? Nee, ich war nur zu Besuch. Ach so, okay. Ja gut, aber kann ich gut nachvollziehen, ja? Da wäre ich auch angepisst an deiner Stelle. Warum stehen auf einmal so viele Leute um mich herum? Weiß kann ich nicht. Okay, keiner davon redet mit mir. Einfach ignorieren. Okay, ich bin nicht da. Funky Flow, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, wie schaut's mal aus? Mal wieder, wollen wir uns mal treffen irgendwann die Tage? Oder wie schaut's aus bei dir? Können wir gerne machen. Oder bist du stark ausgebucht? Nicht, dass ich wüsste. Okay, das klingt gut. Ach du Schande. Die Schweizer singen gerade Weihnachtslieder. Oh Gott. Nein, nein, nein. Okay, ich leg auf. Ich muss kurz auflegen. Ja, alles gut. Jo, ciao. Make my wish come true. Hallo. Jetzt noch nicht, es ist noch nicht Weihnachten. Aber finde ich ja schön, dass du schon mal übst. Ja, natürlich. Ich muss üben. Wie, du hast immer noch kein Ergebnis bekommen? Hast du nochmal angerufen bei denen? Doch, wir gehen heute in den Shop. Ruf doch mal nochmal an bei denen. Was für Kleidung? Ja, wirst du dann sehen. Was hast du vor?
don't wanna love Hallo. Christmas. Ja, Entschuldigung. Was wohl, wenn ich schon singe? Nein, nein, nein. Ich wollte mir nur einen Weihnachtspullover holen. Nicht das. Nicht dieses Weihnachtsmann-Pendel-Outfit. Okay. Okay, gut, ich dachte nur, dass du das haben möchtest. Nein, Hättest nicht du schon das, eine nicht das. ausleihen können. Du siehst aus wie so ein Weihnachtsmann, den man von der Straße aufgeschnappt hat. Für Was? 5 Dollar die Stunde macht er den Weihnachtsmann und dann holt Was? sich die Kinder zu sich ins Haus. Verstehst du? So siehst du aus. Nichts. Nichts, nein, ich bin der, der die Route auspackt. Knecht Ruprecht, ja? Ja. So. Und wenn ihr fragt, Microphone muted. warum hat er sowas in seinem Fahrzeug, dann ist das, wenn wir irgendwelche doofen Sachen machen, einfach so eine Ersatzkleidung. Microphone Ja, activated. okay, gut. So, was hat Luan gesagt? Ja, das. Er hat mich zurückgerufen, weil ich ihn ja gestern Nacht noch angerufen habe wegen dem Funkgerät. Ja. Sie konnten noch nicht schauen, aber er meldet sich auf jeden Fall. Okay. Weißt du was wegen der Kopfpistole? Ob David Interesse hat? Ja, der will. Was denkst du? Er will sie. Ja, und weißt du wofür? Tür? Damit man sie verkaufen kann und später, wenn die Preise gestiegen sind, teurer verkaufen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott. Keine Ahnung, aber soll er sie kaufen? Ich zahle sie nicht. Ja, ich das ja auch nicht. Ich gebe nur die Nummer von ihm und er soll ihn einfach anrufen. Müsste eh die Nummer haben, glaube ich. Aha. Was ist das für ein komisches Gerät? Keine Ahnung. Ja gut, dann fahren wir in den Shop, oder wie? Ja, Weihnachtspullover kaufen. Ja, dann. Not for Christmas. Was willst du fahren? Ja, fahren wir Ja, halt mit der. Motorrad. Ah, vorsichtig, ja. Ja, natürlich. Microphone muted. So, aber für 2 Teile und dann so lange drin im Laden mit 34 Grad Essen heute und gefühlte 50 Grad im Laden. Uiuiui. Ja, das hat sich nicht rentiert. Nee, sonst immer angenehm da. Deswegen ist es ärgerlich. Ja, einmal gewinnt man, einmal verlieren die anderen. Oder? Ja, oder so ähnlich. So, Funky, na, könnte besser, habe irgendwie immer noch keine Oh Erkenntnis Gott, bekommen. Das habe ich Backstreet ja schon Boys. gesagt. Microphone activated. Was? Was für Backstreet Boys? Vergiss es. Oh Scheiße, wie heißen die Weihnachtspullover? Santa irgendwas? Weihnachtspullover? Nein, Santa. Microphone muted. So, habe ich heute gemacht, soll wohl erst morgen soweit sein. Wieso dauert das so lange? Bei mir war es direkt am nächsten Tag da. Muss ich, also am nächsten Tag in der Früh, muss ich hier eh wegen der neuen Krankmeldung, okay. Mich ruft seitdem jeden Tag das Gesundheitsamt an und fragt, wie es mir geht. Was willst du machen? Ich habe die neue Kleidung für mich gefunden. Da, das passt gut zu dir. Nein, die Microphone Schleife passt gut activated. zu dir. Ne, die andere meine ich. Welche? Das Grüne, das weiter zurück. Zurück, zurück. Noch eins. Das, genau. Ja, aber dann sehe ich wie ein Elf aus. Ja, bist du doch. Ah. Der Schweizer Weihnachtself. Schau, ich habe auch's neu für mich gefunden. Steht mir, oder?
Mega. Oh Mann. Ah, herrlich. Mikrofon muted. Leute, hört ihr eigentlich die Musik? Gott, ich höre die irgendwie kaum. Hört ihr Musik? James, welcher von denen? Dieser oder dieser? Mikrofon. Mach den anderen nochmal. Ja, mach den. Okay. Die Hose lasse ich. Gibt das Adibes in grün? That way. So, so, da ist sie jetzt. Hab schon gesehen, was das Fehler. Ich hab sie gerade aus Versehen wieder geschlossen. Wie ist es von der Lautcheck, von der Musik? Passt das so? Geh kurz raus, um Carly zurückrufen. Ich bin eh fertig. Die gefällt mir richtig gut. Die nehme ich. James, das passt nicht zu dir. Gott sei Dank, ist weg. Microphone activated. Hi James. Hey, was geht? Hey, alles was nicht fest ist. Achso, ich dachte alles außer Tische und Stühle. Die gehen ja. Alles was fest ist, geht nicht. Achso, ich dachte alles was Beine hat außer Tische und Stühle, so heißt es eigentlich. Ja. Warte, das Auto baue ich. Was machst du? Ja, ich bin gerade mit einer Freundin unterwegs. Hat eine Freundin? Seit wann hast du eine Freundin? Ja, keine feste Freundin, sondern eine richtig gute Freundin. Achso, ich dachte schon. Okay. Ja, nö, und jetzt haben wir ein Haus geholt und fahren wir mein Auto von oben, von Hanumi nach unten nach zu den Kanälen, weißt du was ist? Postleitzahl? Postcodes. Ja, ich wollte hinfahren, konnte ich hinlaufen. 5032. Das ist beim Maskenladen rechts davon, so Kanäle. Ah ja. Warte mal, 5032? Ja. Ich kenne. Auto mal ausmachen. 5031, 5033 ja. Sehe ich. Ja, weil. Ja, hier hole ich jetzt Klamotten raus und das Motorrad nehme ich gleich mit. Und dann müssen wir nochmal hoch, noch ein anderes Auto. Aber sind da nicht die 187er da unten? Ne, 187 ist bei diesem Hater-Shop. Oh, ich hab hier eine Axt drin, ich hab hier eine Knarre drin, eine Streitaxt. Ich bin doof, ich finde die 5032 nicht. Nee, Babe, das Auto, was ich jetzt hier hab, das brauche ich nicht mehr, das ist wieder eingepackt wieder. Hier sind nur ganze Klamotten. Oh, hier ist noch ein Teddybär drin. Ach, jetzt hab ich's gefunden, okay. Ne, dein Tuch ist voll. Oh, okay. Alles klar. Bei den Hater-Shop quasi, diesen HHS-Shop. Da ja, 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 genau. Okay, okay. Naja, gut. Also, wie geht's dir sonst? Du, alles bestens. Alles bestens. Ja, das war schön. Ja, gibt nichts ja, Neues. Alles entspannt. Das bleibt hier oben vergammelt. Ich nehme das Motorrad jetzt mit und fahre zur Garage. Beim Schlüsseldienst. Ja, bist du gleich? Ja, ich fahr vor. Hier, ich war ja letztens auch schon im Krankenhaus wieder gestern, vorgestern. Ja, habe ich gehört, das ist ein Motorradunfall. Ist bei dir wieder alles fit? Ja, ich habe Klamotten, Knarre, Streit, Axt, ich war alles dabei. Ja, ich habe hier, wollte mit dem Motorrad zur Werkstatt fahren und bin dann gegen eine Palme geknallt. Ja, schon, das ist, ungut. Ja, das hat scheiße weh. Ja, das glaube ich. Jetzt wieder gut. Und habe ich Motorrad, Quad, alles verkauft, meine BF. Und okay. Ein neues Motorrad gekauft. Eieiei. Dann machst du aber einen Haufen Verlust, wenn du die ganze Zeit kaufst und verkaufst, oder? Ja, ich weiß. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich gehe morgen Erdbeeren machen. Okay. Ich dachte, du bist arbeiten. 1700 Dollar. Ui. Ja. Ich gehe morgen Erdbeeren machen mit Larry. Okay. Kennst du Larry überhaupt? Name sagt mir schon irgendwas. Er ist so ein Chinesenverschnitt mit bläulich-schwarzen Haaren.
Mit so eine helle Stimme. Ja, sagt mir schon irgendwas. Ja, und die kenne ich ganz gut. Und die ist jetzt, war jetzt ein oder zwei Wochen in Urlaub in Europa und ist wieder, heute wiedergekommen. Und okay. Ein bisschen Zeit verbringen und wie gesagt, ein Haus haben wir uns gesucht. Dann war ich wieder vorhin wieder im Krankenhaus. War das Haus so, das hat mich fast das Leben gekostet. Alter. Ich bin da runtergefallen und hat sie mich ein paar Mal getreten und bin weggeflogen und das hat auch nicht weh. Vom Baum gefallen. Du musst mal ein bisschen mehr auf dich aufpassen, mein Lieber. Ja, ich weiß. Ich bin irgendwie komisch. Keine Ahnung. Ich tue mir ständig weh, auch bei der Arbeit. Und dann habe ich Karl gesagt, ich habe 18 Ibus genommen, weil ich mit meiner Verletzung durch die Werkstatt gerannt bin. Und dann hat er mich gleich zum Medic gebracht wieder. Magen auspumpen. Obwohl es zwei Stück waren. Ich habe nur zwei genommen. Ich habe nur das Scheiß gesagt, ich habe 18 genommen. Okay. Und dann hat er gleich Medics angerufen. Ja. Noch was gibt's bei dir so Neues? Wie ist es dann mit deinen Verein da? Mit David und so? Mit Verein? Ja, läuft alles. Alles gut. Ja, ja. Ja? Das ist schön. Ja, ja. Passt. Wir lassen das locker angehen, weißt du. Ja. Das ist das einzige Wahre. Ich habe noch über noch Autos hängen, ne? Ich hätte eigentlich jetzt, wenn ich Glück hätte, 400.000. Weil mein Container wird verkauft. Nightshare wird verkauft noch. Microphone muted. Ja, keine Ahnung, wo die alle sind. Kein Plan. 200.000. Und ich hatte mir diesen hier. Ruf mal. Microphone activated. Sponsor-Auto. Ja, ja, weiß ich doch. Sind wir doch schon gefahren. Ja, richtig. Und da habe ich keinen Schein für. Oh, das ist natürlich scheiße. Casino, ja, dieses Casino-Verkaufszeug wollte sich noch bis zum Wochenende darum kümmern, dass ich den Schein kriege. Ja. Die kennen den Vorbesitzer richtig gut, auch privat und so, kennen sie den gut. Okay. Nicht nur von der Arbeit aus. Und hier, die meinten, er ist noch im Urlaub, kommt aber zum Wochenende wieder. Okay. Ja, und wenn ich den Schein natürlich nicht kriege, dann kriegt er entweder, nimmt das Auto zurück oder kriegt eine Anzeige wegen Betrug. Ja, das ist zu Recht. Dann würde ich auch nochmal 155.000 wieder kriegen. Ja, auf jeden Fall. Apropos, ich habe ja auch noch einen Schein, da müsste ich mal zu Circle Cars, ob ich den abgeben soll. Ja, wo kann man hier den Autos einparken? Ach hier. Nee, gut, Kalle, dann, ja, wenn ihr... Schön, dass du angerufen hast. Ja, natürlich doch. Wenn wieder was ist, dann telefonier mal, oder bis später, besser gesagt. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen, dann muss ich mich eh hinhauen. Okay. Na gut. Naja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal eine gute Nacht. Warte, Baby, warte kurz. Hier, James, dann, wenn was ist, dann Melde ich mich. Mach's gut, geht für dich auch. Ja, wenn du Marco und Lisi siehst, dann grüß nochmal. Mach ich natürlich. Okay, ich danke dir, mein Freund. Bis dann, mach's gut, bis ciao, denn, ciao. Ja, du auch. So, wo ist er jetzt, der Zipfiglatscher? Hallo. Ja, hätte man nicht gedacht, gell. Das war's. Ja? Ja, okay. So ging's aus. War nicht so. Ja. Gab nur Preise für Konsolen. Ja, aber... Und es wird wer der Liebe jetzt nicht geschoben wäre, gell. Was war das gerade auf Discord? Ja, es war eine lange Nacht. Ich weiß, dass du mich zwar noch angerufen hast, aber da konnte ich nicht abnehmen, nach was nicht mehr erreicht war. Ja. Ach. Ja, ja, nicht schön. Das Adelinchen. Ja. Mal schauen, vielleicht komme ich gleich zum Müffelpark. Ja, apropos, wie sieht's mit dem Vertrag aus? Nicht mehr bitte. Ja, ich bin bei dir. Also, ich spreche noch davon. Ja, dann viel Spaß, wir hören uns. Ciao, Mama. Wer war das? Ich muss mit Kalle Schluss machen. Wieso? Weil er gesagt hat, jetzt habe ich für dich Zeit, mein allerbester Freund. Hä? Nochmal. Was?
Er hat am Telefon gesagt, er wollte gerade noch mit anderen Leuten reden. Schaut, er hat zu mir gesagt, jetzt habe ich für dich Zeit, mein allerbester Freund. Ich habe es akustisch immer noch nicht verstanden. Mein allerbester Freund. Hat er zu dir gesagt? Ja. Ich dachte mir gerade, dass ich mich verhört habe, aber dann habe ich mich doch nicht verhört. Was soll das denn bitte? Ich dachte... Versuch mal den Typen zu erreichen, den du am Würfelpark kennengelernt hast. Ja, mache ich. Moment. Ach, das ist nicht Scheiße, Jones. Wieder nicht erreichbar. Arschloch. Mehmet heißt er. Ja? Wie heißt er? Mehmet. Okay. Was ich sagen wollte, heute war wohl Comedy Club, ja. Kann er nicht auftreten sollen, ist er nicht aufgetreten, jetzt ist Shepard scheiße wütend auf ihn. Oh, verstehe ich. Oh, ja. Hast du gerade was vor, sonst können wir mal zum Würfelpark. Na, fahren wir zum Würfelpark, passt. Alrighty. Oh, Mann. Ach, neue Schuhe hast du ja auch gekauft. Ja, muss ein bisschen der Weihnachtsfarbe anpassen, was ja. Darum grün, gelb. I don't wanna live for Christmas. Nein, wir hören jetzt auf, dann habe ich wieder einen Ohrwurm. Später, ja. Später tun wir nochmal singen und tanzen. Ja, echt, Stimmung! Keine Ahnung, wo die sind, die kommen schon noch. Aber irgendwie zeigt mir Twitch auch komische Besucherzahlen an. Theoretisch seid ihr beide eine einzelne Person. Ich mag Person. Das Motorrad ja schon, aber zur zweit ist er wirklich langsam. Also ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, ja. Obacht geben, gell? Mhm, hab's gemerkt. Aha. Jugolas. Silberne. Naja, das ist irgendwie sehr komisch. Twitch hat gerade, glaube ich, gerade wieder irgendwie eine falsche Anzeige, weil wenn ich mal gucke, wie viele Leute im Chat sind, dann sind das bestimmt 5, 6 Leute. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ah, das rote Auto steht schon wieder da. Ah, das ist ein anderes. Hä? Das ist doch Shepard-Mobil, oder? Keine Ahnung. Ja, krass, ich, Mann. Was? Ah. Besser? Nee, das andere kratzen. Ja, danke. Oh, da liegt schon wieder jemand am Boden. Ich hab schon wieder keinen Bock. Was ist denn da hinten für ein Auflauf? Oh, die Blauhelme. Da muss ich dir was erzählen. Du darfst sie von den Blauhelmen nicht kriegen lassen, weil die tomifizieren dich sonst. Tomifizieren? Ja. Du bist dann auch kann so gekleidet. Kann irgendwie noch helfen? Bei mir? Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Daher? Ach du Scheiße. Ja. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Ja, Shepard, was ist los? Bring ihn. Wieso hat er... Wieso haben sie denn eine Waffe in der Hand? Ne, wir wollten gerade schauen, ob wir selber helfen können hier. Was haben sie? Angst vor diesem komischen Auflauf da vorne. Oh, ich glaube, so müssen sie nicht Angst haben. Das ist halt ein typischer Junggesellenabschied. Ach so, wer heiratet denn? Wissen sie das? Okay. Oh, nee. Aber wollen wir das wissen? Ja, würde mich schon interessieren, wer da heiratet. Könnt ihr nachfragen, wenn ihr Mumm habt. Wieso braucht man denn da Mumm? Bleiben Sie mit meinem Taser hinter uns, bitte. Nee. Wenn Sie sagen, wir brauchen Mumm. Aha, ach, schade. Okay, dann. Menno. Wieso haben Sie denn eigentlich einen Taser gezogen? Von den Herrschaften, die hier vorher schon waren, hatte jemand einen Arzt gerufen? Keine Ahnung. Ja. Der hört sich auch so an, als er keinen Bock mehr. Etwas komisch, das Ganze. Ah, Würfelpark. Tim, halt auf, du Pfeife, jetzt mach nicht diesen. Der Herr, was haben Sie, was ist denn hier passiert? Zu viel Koks geschnüffelt. Ach du Scheiße. Überdosis oder was? Ja. Wie geht's dir? Ja. Ja, mir geht's beschissen. Du hast mich versucht anzurufen. Ja, ich wollte fragen, wie der Auftritt war.
Mega. Eine super Show. Es waren viele Leute da. War einfach grandios. War wirklich exzellent. Wir hatten den Auftakt des Jahres. Ach, das klingt aber gut. Ja, war gut. Hey, das war dein Auto. Union, da stehen Autos. Hier, das sind 8 Millionen Autos. Wenn der meine Banane anfährt, schlag ich ihm das Hirn ein und lutsch es aus. Oh mein Gott, da steht ein Auto. Beruhigen Sie sich, junge Dame. Das war meine Banane. Ist das hier ein Zirkus oder was? Dürfen Sie nicht so aufregen, wenn Sie jetzt gerade hier gesundheitlich angeschlagen sind. Kopfschmerzen? Das steht auch in der Polizei auch nicht, das ist eine gute Idee. Kira, hör auf zu koksen und park das Ding ein. Du guckst doch gar nicht! Eieieiei. Haben Sie einen Arzt gerufen? Oder braucht er keinen? Hier ist doch keiner. Ich kenne den Sunny, voll normal. So. Naja, da haben wir ja was verpasst, wenn wir da nicht im Comedy Club waren, Schweizer. Comedy Club? Achso, ja, stimmt. Ich hab zu dir gesagt, wir sollen da hingehen. Ja, ich hab gefragt, wann, und es hat mir keine Antwort gegeben. Hab doch gesagt, heute. Heute Abend. Ja, heute Abend ist ein langer Abend. Das Abend ist für jeden anders. Muss halt schon sagen, wann. Ja, gut, also für uns ist der Abend noch jung und für die junge Dame hier ist der Abend schon etwas älter. Oh, das sei halb dumm, Mann. Was machen die denn da vorne? Jetzt tanzen die auch noch. Alter. Ich geh mal zur College, ciao. Wo ist denn der? Also, ihnen geht's soweit gut, oder? Kann man sie alleine lassen? Naja, scheint so. Ja, doch. Und ihnen geht's aber gut, sie haben keine Koks-Dosis, Überdosis genommen. Jetzt Herr Shepard hin. Der ist gar in der Apotheke verschwunden. Na gut, wir müssten leider auch erstmal wieder weg. Kümmern Sie sich noch ein bisschen um den Herrn? Ja, mach ich, ne? Alles klar, vielen Dank. Bitte. Ja, schönen Abend. Ich geh doch nicht zu Kalle. Wo ist denn der Kalle? Da mittendrin am Tanzen mit dieser schrecklichen Musik. Das hört sich nach Brian irgendwie an. Das hört sich nach allem, Mann. Ach Gottchen. Voll normal singt er. Junger, alter Mann, wie ist der Name? Harald. Harald, also, wie noch? Schofield. Schofield? Schofield. Ach, Schofield, okay. Verstehe. Ja. Also, nicht der Hermann, okay. Und ja. Ich bin James Orville. Ich bin Alejandro Minerva. Nenn dich alle, ja? Mhm, kein Problem. Wie ist der andere nochmal? Ich hab's vergessen. Minerva, ne? Ja. Alejandro. Genau das. Und der rechts daneben. Ich bin James. Hallo James, hallo alle. Guten Tag, Hermann. Hallo Hermann, ja. Schofield. Danke, Jürgen. Wie geht's dir, Klaus? Du, alles bestens. Ja. Und dir, Peter? Mach soweit gut, Wilfried, danke. Ja, Hansi, was machst du hier so heute? Peter Grausig. Ich warte auf die Kalle. Auf den Kalle? Ja. Ja, der Kalle, der ist da hinten. Warum wartest du auf meinen Freund? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja derjenige, mit dem der Kalle fremdgegangen ist. Ich weiß gerade töten. Ich hab gedacht, die da. Ach hey. Oh Gott. Ein Schreckgespenst. Boah, ich hab grad spontan. Oh, da ging aber was in die Hose, oder? Was? Wie, da ging was in die Hose? Ja, nicht bei Ihnen hier, bei dem... Nee, bei mir war noch keiner in der Hose. Ja, heute noch nicht? Ach, schade. Na, dann lass uns abhauen. Ja. Ich hab mich wieder beruhigt. Okay, wo gehen wir hin? Ja. Na gut, dann gute Besserung, gell? Zum Restaurant. Dankeschön. Dankeschön. Ja, schönen Abend, hübscher Dame. Schönen Abend, ja. Und schönen Abend, hübscher Mann. Danke. Ja, danke. Schönes Outfit. Ja, danke. Jetzt komm schon. Besser als Kalle, oder? Geht dir wenigstens nicht fremd hier.
Was? Und die komplett verkokst fährt jetzt ihr Auto? Ich will nicht da reinfahren. Ich hab Shepard gerade. Da schau, Kalle geht dir selbst mit was? Shepard fremd. Ja, was willst du von mir? Du Affe. Hä? Du bist für mich gestorben. Verräter, du. Okay. Hör mal, du, ich. Oh. Alter, was ist denn mit dir? Zu viel Tabletten geschluckt, oder? Eieiei. Alter. Am Auftreten, ne? Hallo, Kalle. Ja. Moin. Aber ich sollte heute eigentlich im Comedy Club auftreten, aber ich hab's nicht gemacht. Warum nicht? Ich hatte scheiße Ritis. Ach komm schon, hast du dir den Schwanz eingezogen? Erstmal das. Nein! So. Oh. Ah, okay, jetzt kannst du weiterreden. Fabi, einen wunderschönen guten Abend, morgen und so weiter und so fort. Was geht? Warum? Ja. Das möchtest du jetzt gerne wissen, das kann ich aber auch ganz einfach beantworten. Was geht? Was geht? Also, ich gucke ja nicht nur aufs Aussehen, was ja schon fabelhaft aussieht. Nein, ich finde einfach deinen Charakter so schön. Ich finde dein offenes Ich. Ich finde dich selber als Person einfach so bewundernswert und interessant. Mikrofon muted. Ui, das kann ich nur so zurückgeben. Dann tut's mir leid. Ich wollte eigentlich noch weiterreden, aber er hat mich ja unterbrochen. Ich hau ab, wenn ja, Kalle, alles okay, beruhig dich. Ja, das ist schon genug Schämen, was du gesagt hast. Das ist, Gott, er wird wieder ganz rot und, Oh, scheiße. Brauchst nicht rot zu werden, keine Sorge. Oh Mann. Hast du denn eigentlich dein Getränk da jetzt getrunken? Es war übrigens kein Getränk, was zu essen. Feierabend. Was zu Feierabend und Essen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hatte wieder die Hose voll. Oh, der James hat einfach richtig. Nee. Ich weiß ja nicht, welches Spiel hier der Kalle treibt. Irgendwie fährt der Kalle, glaube ich, nämlich mehrgleisig. Verstehst du? Da habe ich was Bedenken. Aber was für ein Cock? Seiner. Echt? Dein Ding da unten. Das kleine Mini-Würstchen. Ja, genau das. Aber das Problem ist, wenn du dir vorhin wieder in die Hose dich wieder eingeschissen hast, dann sollst du erstmal duschen gehen. Aber weißt du was? Mhm. Ich hab ja jetzt geschissen, ne? Jetzt ist ja nichts mehr drin, jetzt ist sauber da. Du weißt, was das heute Nacht dann bedeutet, ne? Ja. Sollte ich irgendwas nach Hause kommen heute Nacht? Ja. Ich will nichts sagen, aber du bist gestern in dein eigenes Bett gegangen, Kalle. Ich hab geklingelt und dann hinten geschlafen. Hä? Du weißt doch gar nicht, wo wir wohnen. Natürlich. Wo? Pass auf, du glaubst doch wohl selber nicht, dass ich nicht weiß, wo ihr wohnt. Doch, also glaube ich. Wo du wohnst. Glaube ich. Ich kann richtig gut stalken. Ich kann richtig gut gucken. Okay, wir fahren jetzt zu uns. Du zeigst uns, wo wir wohnen. Sag mal, bist du eigentlich umgezogen? Nee, ne? Dann müsste das ja immer noch da oben sein, richtig? Weil die komischen. Ach du Scheiße. Was denn? Hola, Ratte. Erika. wo waren wir jetzt gestehen geblieben? Was hast du hier gesagt? Irgendwie, dass du nicht mehr aufs Klo gehen musst heute. Ja, stimmt. Dass da nichts mehr drin ist und so. Dann können wir heute richtig schön Spaß haben. Wir werden sehen. Ja, wahrscheinlich verpassen wir uns wieder. Ja, verdammt. Ah, wenn du wieder abhaust. Ja, gestern, das war wichtig. Aber ich bin ja noch hier und ich lebe noch. Zum Glück. Und das freue mich. Das muss eigentlich gefeiert werden. Soll ich nochmal so einen Cock kaufen? Ich nehme auch deinen Cock heute an, das genügt. Das will ich hoffen. Ja, sollte. Darf ich jetzt angeben? Shepard? Du Schwein! Ey! Hey! Hey, lass mal fliegen! Nee, nicht schon wieder. Mann. Dreimal jetzt! Kannst du dir... Ja, komm,
eifersüchtig. Ist da? Also alles okay. Am Strand, dann hole ich dich am Strand ab, alles klar. Oh, mein Auto. Mikrofon aktiviert. Hallöchen. Na, nein. Wie geht's dir? Alles gut? Ja. Ja, soweit so gut. Muss aufpassen, der Shepard geht hier ab. Der haut schon wieder hier auf den Kalle ein. Oh nein. Was ist denn mit dem los? Der ist so aggressiv. Der hat gemeint, der hat einen mega guten Auftritt gehabt, aber der ist relativ aggressiv. Echt? Hast du oben was so drin im Comedy Club? Ja, er hat gemeint, das war Auftakt des Jahres. Und, ach, du warst gar nicht oben, oder meint? Nee, ich wäre gerne, aber hatte noch im Haus zu tun. Also wenn Shepard sagt, das war Auftakt des Jahres, weißt du, was das dann war? Der Rheinfall des Jahres? Richtig. Ach du Scheiße. War wahrscheinlich keine Sau drin gesessen. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber ich muss dazu sagen, die Organisation war auch schlecht. Da gab es irgendwie Streitigkeiten zwischen Shepard und den Nordics, weil den Nordics gehört ja der komische Laden da oben. Ach so. Anscheinend. Und die wollten ihn am Anfang nicht reinlassen, die anderen auch nicht. Ich weiß gar nicht, was da genau los war, aber ich glaube, mich würde es nicht mal wundern, wenn alles in Sand gefallen ist. Oh, okay. Aber haben die da schon Gewerbe angemeldet oder wie ist das? Nö, müssen sie ja auch nicht. Sie können ja das Firmengrundstück trotzdem behalten. Ach so, okay. Ja gut, dann ist das aber schlecht organisiert. Der war zuerst. Ja, das stimmt. Und was wollte ich noch sagen? Gewerbe. Ja, aber da oben habe ich gesehen, dass das schöne Diner aufgemacht hat. Wo? Direkt neben dem Comedy Club. Echt? Ja, also da ist umgebaut worden in dem Diner, aber den Besitzer habe ich jetzt nicht gesehen. Sieht aber wunderbar aus. The Last Train heißt der Diner. Ach so, ja, da war ich auch schon drin. Aber das ist schon länger. Das ist bestimmt schon seit 4 Wochen ausgebaut. Also vielleicht wurde ja jetzt nochmal neu nach ausgebaut, aber ich war da vor bestimmt 4 Wochen schon drin. Da konnte man schön reingehen. Ach du Scheiße, die sind schon wieder aggressiv da hinten. Eieiei. Sorry. Wollte dich nicht unterbrechen. Du, ich guck mir das Spektakel gerade an. Ja. Okay, die arme Schranke. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Sollen wir mal hingehen? Nö, das ist einfach Shepard und Kalle, die sich lieb haben. Ach so, die kennen sich schon länger. Ja, Shepard fährt ja auch ab und zu bei Kalle im Bus mit. Ach so, okay, also als Angestellter oder wie? Mhm. Okay. Also eigentlich wollte ich ja jetzt hier, wie soll ich sagen, meinen Schlüssel für den anderen Izzy noch abholen, den ich heute geschenkt bekommen habe, aber die Dame ist nicht mehr hier. Dein Ernst, du hast schon wieder ein Auto geschenkt bekommen? Ja. Von einer anderen Dame? Wie machst du das nur immer, Mensch? Das ist ja, ich gehe jetzt gleich shoppen und ziehe mich genauso an wie du, dann probiere ich das auch mal. Das würde ich zu gern sehen, wenn du dich so anziehst wie ich. Dann kann ich mich aber nie wieder hier blicken lassen. Die Hose könnte ein bisschen eng für dich sein. Könnte sein, ja. Dafür fühlt sich das Oberteil wahrscheinlich nicht so gut aus. Ja, das mit Sicherheit nicht, nee. Aber dann kriege ich vielleicht auch, dann kriege ich vielleicht so einen Corsa oder sowas geschenkt. Vielleicht kommt dann Shepard auf dich zu. Oh, der wird mich noch verführen wollen. Mhm. Ah, dann lassen wir das lieber. Ja, hier waren gerade, also du bist jetzt ungefähr 3 Minuten zu spät, hier waren irgendwie gefühlt 25 Leute, irgendwie so ein Junggesellenabschied, die hier da mit irgendwie blauen Mützen und so weiter gefeiert haben. Da war bestimmt Cookie und so dabei. Das weiß ich nicht, wir standen von weiter weg, da wollte ich nicht stören. Ah, okay. Ja. Und sonst, erzähl, wie geht's im Schweizer? Ja, du, der Schweizer, der bandelt gerade eben mit Kalle an und das macht mir gerade so ein bisschen Gedanken. Warum? Ja, weil ich habe so das Gefühl, als würde Kalle so ein bisschen zweigleisig fahren. Der fährt nicht nur zweigleisig, der fährt auch dreigleisig. Ja, der hat überall seine
Ja, er hat so überall seine Finger drin stecken. In jedem. Deswegen. Ja, nee, mir nicht. Also in anderen Typen. Bi. Ja, er ist ja. Ich weiß gar nicht, ob er bi ist oder ob er nur auf Männer steht, das weiß ich gar nicht. Wer, Kalle? Ja. Na, solange er nicht an jedem Finger einen anderen stecken hat, ist das doch egal. Ja. Auf jeden Fall mache ich mir da halt gerade ein paar Gedanken, aber ich versuche das ein bisschen, naja, ein Auge drauf zu werfen und dann für den Schweizer gegebenenfalls da zu sein, einfach. Ja, die hatten auf jeden Fall ein Date verabredet und irgendwie, dass Kalle beim Schweizer schläft. Ja. Also Schweizer nur das, steht ja. Auf Männer, oder? Ja. Hab ich da drin? Ah, okay. Ja, das ist bei mir noch nie so richtig angekommen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet. Ja, vielleicht ist er da auch nicht so offen darüber, aber also ich weiß es schon lange. Aber dann ergibt das jetzt Sinn, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Kalle da genauso denkt. Ich glaube, Kalle versucht nur irgend so eine Pseudo-Geschäftsbeziehung aufzubauen. Meinst du? Ich denke schon. Weil der redet die ganze Zeit über seinen Cock und wie sie es gegenseitig machen wollen und so weiter. Also, weiß nicht. Also für mich macht das schon so einen Anschein. Und mit die Bellen beißen nicht, verstehst du doch? Oder hast ja, gut, das nie gehört? Doch, natürlich. Und gerade in Geschäftsgesprächen ist es am Anfang immer ratsam, wenn du deinem Gegenüber mehr Hoffnung machst. Deadman, du sagst es. Ja. Naja, ich betrachte das auf jeden Fall äußerst kritisch und aber ich will es ihm natürlich jetzt auch nicht ausreden. Ja, würde ich auch äußerst kritisch betrachten. Das kommt halt immer drauf an, wie es hinausläuft. Und bin mir bei Kalle halt nicht genau sicher, ob er so dumm ist oder einfach nur so spielt. Ja, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Und bei solchen Menschen bin ich meistens immer vorsichtig. Du, sehe ich ganz genauso. Ich meine, er ist echt ein netter Kerl und ist immer sehr höflich und freundlich. Aber er hat halt echt, wie ich es gesagt habe, überall seine Finger drin stecken. Und wenn man so hört, dass er neulich von Sopranos eingepackt wurde und ja, ich weiß es nicht. Ja, er macht halt irgendwie alles, aber nichts richtig. Richtig. Das ist das Problem. Das fasst sehr gut zusammen. Und ich mache mir halt, ich meine, du kennst ja die Vorgeschichte vom Schweizer ja auch mit seiner Psyche und deswegen nicht, dass er wieder abrutscht. Ja, wenn nicht, bin ich für ihn da. Oh, das ist aber, das beruhigt mich. Das ist. Aber ich verstehe es halt auch nicht, er steht schon wieder hier am Würfelpark, anstatt einen scheiß Bus zu fahren. Richtig. Und dann jammert er wieder drum, dass keiner Bus fährt. Ja klar, wenn die Buslinie nicht regelmäßig fährt, fährt das auch keiner damit, weil sich keiner drauf verlassen kann, dass das ein Bus macht einfach kommt. Keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Und gestern hat er sich ja noch beschwert, da war ja dieses Großraumtaxi von euch hier. Mhm. Er hat gesagt, schau, die haben lauter Fahrgäste und die können fahren und ich kann nicht fahren. Sag ich, ja, wieso? Ja, weil ich nicht von A nach B fahren darf. Ich darf keine Individualfahrten annehmen. Sag ich, ja, aber wenn du einfach ständig fahren würdest und deine Linien einfach fahren würdest, dann würden die Leute wissen, von wo du nach wohin fährst, dann können sie auch mit dir fahren. Richtig. Nee. Das sieht es irgendwie anders. Und Schweizer will sich jetzt einstellen lassen. Beim Busunternehmen? Ja. Da gibt's doch eh kein Paycheck. Ja, richtig. Also. Keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen verstrickt, das Ganze. Ja, ich eröffne demnächst die Reha-Praxis. Jetzt bist du satt. Sehr gut, Fabi. Mikrofon aktiviert. Jo. Da habe ich die Genehmigung bekommen, mache ich jetzt nur noch einen Flyer und den verteile ich dann noch im EMS und so und vielleicht bei der Polizei und danach mache ich eine Einweihungsfeier. Ui, sehr cool. Freut mich, dass du eine Genehmigung bekommen hast.
Aber wahrscheinlich eher nur so im Bekanntenkreis, im kleineren. Ja, ja. Nicht, das dass da plötzlich 300 Leute im Pool schwimmen wollen, das wäre ein bisschen... Oh nee. Weil wir ganzen Rasen neu machen. Ja, das wäre nicht das Schlimmste. Ich will Weinbude einfach nicht schon wieder abfackeln. Was heißt da schon wieder? Mal ach so, die Geschichte kennst du noch gar nicht. Mm-hmm. Ich hab Weinbude schon mal abgefackelt. Okay. Ja, von Anfang an, bitte. Vor dem großen Umbau. Ja, wir haben eine Party gemacht und wie soll ich sagen? Die war ganz lustig und hat auch echt Spaß gemacht, bis irgend so ein Volltrottel eine Facebook-Party daraus gemacht hat und plötzlich stand die ganze Straße vom Haus voll mit Autos und ach, komm. Irgendwie sind die dann langsam durchgedreht. Sind immer mehr ineinander reingefahren, der Stau wurde immer größer und irgendwann hat angefangen, ein Auto zu brennen. Ach du Scheiße. Dann ist alles in die Luft geflogen. Wir haben die Villa von einem guten Kumpel abgefackelt, plus seine zwei Autos und halb Wein. Oh Scheiße. Oh Mann, das wusste ich gar nicht. Okay, spannend. Mhm. Oh nee. Also... Die Party war echt eine Bombenstimmung. Ja, das war wirklich richtige Abrissparty dann. Ja, das war eine Abrissparty. Oh nee, wann war denn das? Oh Gott. Da war ich wahrscheinlich noch gar nicht in der Stadt hier. Ich glaube, das ist schon ein Jahr her. Ja, auch krass. Und wer ist für den Schaden dann aufgekommen? Hoffentlich Versicherung, oder? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall steht das Häuschen wieder. Ah, ja, zum Glück. Oh, naja, dann. War ja zum Glück nicht mein Haus. Ja, zum Glück, ja. Hoffen wir, dass es dieses Mal auch nicht dein Haus sein wird. Nee, wie gesagt, das wird so eine kleine Party im engsten Kreis. Ah, sehr schön. Das ist cool. Und, wann geht's dann los, die Betriebsstätte an sich? Die Tätigkeit? Also im Prinzip kann ich sofort loslegen. Ich mache jetzt halt erst noch Flyer und verteile das erstmal. Mhm. Und sobald sich die Leute dann bei mir melden, mache ich halt Termine. Oh, cool. Wenn sich die Leute nicht melden, dann halt nicht. Ja. Du, dann, sobald du einen Flyer hast, gib mal einen her, dann kann ich den auch verteilen. Oder so ein Packen am besten. Dann kann ich die auch unters Volk bringen. Auf jeden Fall. Ja, klar, doch. Dann mache ich. Sehr cool. Und wie machst du das mit dem Taxi? Gut, ihr habt ja eh da relativ freie Fahrzeiten, oder? Das kriegst du alles unter deinem Hut, dann schätze ich mal. Das krieg ich unter einen Hut. Was meinst du? Ich habe gesagt, das kriege ich unter einen Hut. Ach ich so. Muss dann halt bloß, ich werde wahrscheinlich Termine vergeben. Ich werde seltenst einzeln Dinge machen. Mhm. Und das kommt zwar immer auf die Verletzung drauf an, aber ich weiß nicht, wenn jetzt Leute für Wassergymnastik oder so kommen, dann schaue ich schon, dass es 3 oder 4 sind. Mhm. Die ich dann da auf einmal mit Gymnastik belegen kann. Ja, das doch. Bietet sich ja auch an. Mhm. Ja, sehr cool. Hast du dann irgendwie feste Öffnungszeiten oder machst du das wirklich individuell so, wie die Leute und du Zeit haben? Individuell Terminvergabe. Okay. Weil Öffnungszeiten ist halt immer das Ding, ist halt schwierig. Und es bringt mir halt nichts, wenn ich, 6 Stunden in der Praxis sitze und keiner kommt vorbei. Deshalb mache ich da lieber Terminvergabe. Ja, ist auch gut so. Es ist ja auch Service, ist ja auch ein hoherwertiger Service, wenn du da individuelle Termine hast und nicht nur feste Öffnungszeiten. Richtig. Sehr cool. Ah, das wird schon laufen, da bin ich mir sicher. Und wie schaut's mit dem EMS aus da im Norden? Hallo. Ich hab keinen da. Da weiß ich auch noch nicht, wir haben uns beworben. Und wir warten jetzt halt noch. Okay. Hat irgendwer verwendet für mich? Aber da ist jetzt noch kein fester Termin oder sowas, oder? Ich muss hier vor der Verkaufen? Okay. Und winnen. Nicht wirklich. Und das kannst du aber zusammen mit deinem Spa dann machen, oder?
Und Frauen natürlich auch. Im Spa? Ja. Ja, natürlich, klar. Okay. Mein Spa ist ja freiberuflich, das heißt, ich habe da ja nicht wirklich ein Geschäftskonto oder so. Mhm. Ich mache die Steuer ja handschriftlich und reiche das dann immer beim Gewerbeamt ein und bezahle das halt nach. Okay. Okay. Und wenn EMS klappt, wie machst du es dann mit Taxi? Das wird dann erstmal stillgelegt dann, oder? Das Problem ist, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich beim Taxi aufhöre und einfach nur in beratender Funktion ins EMS. Frau Donner, wie geht's? Okay. Aber ohne dich läuft ja beim Taxi auch nichts mehr. Ja, ist halt schwierig. Das Problem ist, wir sind momentan echt gut aufgestellt und die Fahrten sind halt echt wenig momentan. Okay. Weiß man, woran das liegt? Weiß nicht, Frau Donner, auf jeden Fall riesigen Schwanz. Ja, nachdem der Würfelpark umgezogen ist zum Erdbeerfeld, liegt es halt eindeutig daran. Okay. Es brauchen halt weniger Leute ein Fahrzeug und eine Fahrt von A nach B, weil sie meistens arbeiten. Ja, das ist. Momentan läuft gerade so ein paar Sachen schief. Ich weiß einfach zu viel, das ist das Problem. Ja, aber ich verstehe es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es ist halt, ich habe mich auch vorhin mit einer Dame unterhalten, wo ich gefragt habe, warum stehst du denn den ganzen Tag beim Arbeiten? Weil die Dame meint ja, ob sie jetzt dumm irgendwo rumsteht und sich unterhält oder dabei Erdbeeren pflückt, macht keinen Unterschied. Hallo Weihnachtssocke. Ja, ja, stimmt auch wieder. Es halt gibt keine vernünftigen Angebote für die Freizeitbeschäftigung. Weißt du, diese Socke kann man auch was. Wenn ich mir überlege, vor dem großen Umbau gab es noch den Golfplatz. Da konnte man auch Golf spielen. Ja, genau. Ja, das halt, jetzt ist der Golfplatz zwar da, aber keine Angestellten. Kann Golf mehr drauf spielen. Ja. Keine Angestellten, kein Equipment mehr, das verliehen wird. Ja. Ist halt schade. Tennis hätte ich halt auch gerne. Wird auch nicht schlecht, aber ja, das... Ja, Tennis wäre auch mega. Ja. Ich meine, wir haben ja in einem Garten hinten so einen Tennisplatz. Oder Bowling oder irgendwas. Ja, Platz hätten wir alles. Ist halt schwierig. Ja, du sagst es, Mal abwarten. Ja, mal gucken, was kommt. Vielleicht kommt da ja noch was. Ja. Viel Spaß. Kann immer nur besser werden. Ach, schau her. Ja, definitiv. Entschuldigung. Hilfe! Da haben wir schon meinen Auspuff geklaut. Haben Sie Schüsse gehört hier? Ja. Nee, eigentlich also den ganzen Tag, egal wo ich hinkomme, höre ich eben Schüsse. Aber jetzt also, explizit, gerade eben, habe ich hier keine Schüsse gehört. Also klar, vielen Dank. Hallöchen, Hunter, einen wunderschönen guten Abend. Sorry, und Paul ist auch mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist schön. Wie geht's aber euch? Das ist nicht das, was wir gesucht haben. Ja, ich habe da so nebenzu ein bisschen mitgelesen. Fingerpo Mexiko. Falls noch was ist, einfach Los Santos Transit anrufen, da bin ich. Mikado, Fingerspiel. Sein Film ist ja ganz furchtbar. Der Rosettenkanne. Kurz zu snacken. Oh, ich will auch was. Kärtner Snackwurst. Wurst. Teewurst. Erdbeerkäse. Schinkenwurst. Erdbeerkäse. Vitamine. Was meint mir? Ich kam hier so rum. Alles gut. Ich habe gerade eine Hunter, liebe Erdbeermilch. Wow, er beachtet uns. Entschuldigung. Hunter, ich habe mal eine lustige Idee. Schreib mir doch mal eine Bewerbung als Mod. Im Discord natürlich, nicht hier im Chat. Also nur, wenn du Lust hast. Würde mich interessieren, was du da reinschreibst. Übrigens, wem gehört der Fagen hier? Welcher? Welcher? Der. Der Kurumai? Ja. Das ist im Halteverbot. Oh, nee, ist mein Dienstfahrzeug in solange da kein Taxi-Schild draufsteht, ist das kein Dienstfahrzeug. Warten Sie kurz, gibst du mir mal dein Edding? Ja. Ja, so funktioniert's auch. Bitte. Danke. Ja, gut. Taxi Downtown Cap. Also müssen Sie.
Das müssen Sie jetzt aber so dran lassen. Noch einen schönen Tag. Nein, das ja, sind wir nicht. Danke, Ihnen auch. Boss, hier ist dein Edding. Oh, danke. Mit was hier der Harald weggefahren ist. Schön. Mach dich nicht vom Acker ohne deinen Tacker und deinem Edding natürlich. Keine Ahnung, ich hab ihn schon häufiger gesehen in letzter Zeit. Vielleicht ich komme vor, als ob ein aber was soll das denn bitte? Weiß doch jeder, dass du vom Taxi bist hier. Ja, eigentlich schon. Also wirklich. Da wollte sich nur wieder jemand wichtig machen. Mhm. Na, ja, und wo kommt ihr denn her? Springst du aus einer Kanone raus? Kann das sein? Nee, ich war gerade spontan zum Junggesellenabschied zwangseingeladen, könnte man sagen. Oh, okay. Und, was? Schwanz eingeladen? Zwangseingeladen, nicht Schwanz an. Wieso stehst du dann jetzt hier? Zwangseingeladen. Ja. Zwangseingeladen, alles. Was wurde dir angetan? Nichts, also. Ich dachte, man hat dich gezwungen. Ja, der hat gesagt, wenn ich nicht mitkomme, dann werde ich verprügelt. Ja. Also, erinnere mich eher an Ron Weasley von den Haaren her. Ja, ich kenne den auch jemand, der mit so einer Haarfarbe kommt. Nee, ich sag nur, du erinnerst mich daran, aber ich weiß ja, dass du Marvin heißt. Ja, dann kann ich dir helfen. Wirklich Ron Weasley. Hey, sei froh, du durftest Hermine knallen. Ja. Ja, also. Hallo, damit könntest du dich brüsten. Ja, heißt das also, so? Die, ich glaub schon. Die sieht schon nicht schlecht aus. Na, natürlich. Ja. Deshalb ist es eigentlich gar nicht so schlecht, mit Ron Weasley verglichen zu werden. Nee, in der Hinsicht das stimmt, nicht. Außerdem könnte ich dann zaubern. Ja, mach mal. Ja, gut, über die Zauberkunst von Ron Weasley müssen wir uns nochmal unterhalten. Entdeckung! Aber du kannst verdammt gut Schach spielen. Das stimmt auch, ja. Da müsste ich mal ausprobieren. Hast du auch einen Zauberstab? Lass den mal stecken. Ja, besser ist. Bitte nicht wutschen und wedeln mit deinem Zauberstab. Also. So. Nee, den hole ich jetzt nicht. Weil du die Bühne betrittst, die Welt. Ausgehen bei Andi. Ja. Natürlich, was denkst du denn? Bisschen müde, aber sonst alles gut. What the fuck? War Hunter schon vorher Mod? Nee. Hunter war noch nicht Mod hier. Hosentasche. Woanders schon. Aber er hatte sich mal angeboten. Erst für Schwanz. Hört die gute Laune. Ja. Wenn er zahlen kann, nur Luft zum Stinken. Ach, das ist nicht das Thema schon wieder. Ach so. Mikrofon activated. Meinst du an meiner engelsgleichen Stimme? Das kommt schon eher hin. An welcher engelsgleichen Stimme denn? Ja, also. Wo ist denn eigentlich der Schweizer? Der könnte den Ricola geben. Hab ich. Der ist mit Kalle irgendwo hin. Ach du Scheiße. Ich will das aber nicht weiter erläutern. Ach du Scheiße. Wiki. Ja, eher so. Also ich habe noch mitbekommen, wie er gesagt hat, komm Freddy Bus bauen. Und dann dachten wir, okay, da gehe ich mal lieber weg. Was, Bus bauen? Ja, komm Freddy Bus bauen, hat er gesagt. Also der Kalle, nicht der Schweizer. Ja, nicht, dass Kalle im Schweiz jetzt den Bus von innen zeigt. Das weiß ich nicht. Ach du Scheiße, ich dachte, es gibt nur Fake Taxis und nicht nur Fake und nicht dann auch noch Fake Busse. Es gibt Fake-Text, was? Ja, so. Muss er aufpassen. Einer von der Polizei fährt mit einem gelben Wagen rum, der schaut aus wie ein Taxi, aber da ist kein Taxischild drauf und er hat ganz viel Blaulicht und wenn du was Blödes magst, nimmt er dich mit. Oh, die haben ein gelbes Auto? Das ist ja voll der krasse Trick. Es gibt auch ein Taxi 69. Was für ein Ding? Da würde ich nicht einsteigen. Ja, der steht da hinten. Also hier, da hinten. Da steht Taxi 69 drauf? Ja. Vom Shepard. Okay. Dieses kleine pinke Auto. Kennst du das nicht? Ja, da würde ich an deiner Stelle wirklich nicht einsteigen. Also ich kenne das pinke Auto, aber nicht Taxi 69. Okay. Nee, da. Also vor allem der Polizist fragt mich wegen dem Auto, aber das Pinke ist ihm scheißegal. Ja, wem gehört der denn? Genauso im Halteverbot.
Hab ich sowieso nicht verstanden, ich kenne doch eh jeder. Die wissen doch, dass du beim Taxi arbeitest. Ja, die sind immer noch pissig, dass wir vom DUG die Ausnahmegenehmigung gekriegt haben, hier parken zu dürfen. Ach, das kam nicht vom PD? Mm-mm, das ist eine richterliche Anordnung, dass wir hier parken dürfen. Oh. Und die PDler wollten uns am Anfang die ganze Zeit hier wegscheuchen und jedes Mal haben wir ihnen den Wisch vor die Nase gehängt und dann sind sie wieder traurig abgezogen. Da ist ja der Bus. Ach du Scheiße. Und wer fährt jetzt? Jetzt kriegt er tatsächlich Fahrstunden oder wie? Busseinweisung. Ja, nicht, dass sie in den Rohr legen. Das kann schon vorkommen. Wo ist der Elektrik? Oder der bringt dem Schweizer gerade das Zaubern bei. Beigebracht. Ja. Das könnte ja auch sein. Solange es nicht der Bus ist. Also, ich habe gestern nicht also mit diesem Kerl unterhalten. Dieser komische Bus, wo auch Ron Weasley immer mitfährt. Ja, ja. Was? Ja, kennst du den nicht? Also, ja, der fahrende Ritter. Mhm. Komm mal zu den. Genau, ja. Ja. Der ist, grenzwertig. Wobei, also, wenn er nicht so quietschen würde und es diese Ansichtsprobleme gibt, dann könnte man ihn als fahrenden Ritter bezeichnen, den Bus. Ja, das ist richtig. Hm. So, wo war ich? Ja. Ach, bei Kalle. Du bist am Würfelpark. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo du bist. Du solltest vielleicht mal zum Krankenhaus gehen. Ja. Warum das denn? Na gut, wenn du beim Junggesellenabschied... Achso, warst du auch beim Junggesellenabschied oder warst du da nicht? Gedächtnisverlust? Nee. War ich nicht. Dann solltest du wirklich... Wegen Gedächtnisverlust, wegen Kalle. Den habe ich gestern... Oh, Kopfschmerzen. Was, wegen Kanada oder wegen Kalle da? Ja, ist ja fast das Gleiche. So, und dann warst du heute schön auf einer Junggesellenabschiedsparty? Ja, quasi so kurz, ja. Wart ihr wenigstens im Stripclub? Nee, die war nur kurz bei der Polizei und der musste so Aufgaben machen. Okay. Der hat die Hose runtergezogen und hat gesagt, er macht jetzt hier einen Igel hin. Vor der Polizei. Oh nein. Okay. Ich hoffe, er hat es nicht gemacht. Nee, zum Glück nicht. Moment, warte mal kurz. Klär mich auf, was war jetzt nochmal der Igel? Na, der Igel wohnt jetzt hier. Er hätte wahrscheinlich auf den Boden geschissen und hätte Salzstangen reingesteckt. Oder so. Ja, oder Zahnstocher oder so. Mhm. Ja, und viel Alkohol halt, ja. Ja, und viele Windeln wurden verkauft irgendwie. Hallo! Oh, da sind sie wieder. Ach, Mann. Ach du Schande. Mhm. Wo kamen die denn jetzt her? Kurz im Krankenhaus oder so. Achso, sich wieder aufpumpen lassen. Nee, eher die nächsten Aufgaben erledigen. Achso. Ach, die haben Aufgabenkatalog. Warum hat er bei einem Junggesellenabschied dabei? Ja, schon, aber jetzt nicht in so einer großen Menschenmenge. Zwar eher so im kleineren Kreis. Ja, normal, also bei uns ist das immer so gewesen. Du kriegst von deinen Bekannten, mit denen du feierst, deine Aufgaben gestellt. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel, dass du irgendwas verkaufen musst an irgendwelchen wildfremden Leute. Oder halt einfach so einen Bauchladen mit dir rumträgst, wo, was weiß ich, Kondome drin sind oder irgendwas. Ja, das kenne ich. Und so kleine Schnapsfläschchen. Ja. Und da musst du dich halt irgendwie zum Affen meinen und ganz viel Alkohol trinken, in der Hoffnung, dass du den nächsten Tag dann nicht verpennst. Ja. Weil es ist sehr interessant, dass du pissen musst. Okay. Ich selber. Ob der noch zum Harald morgen kommt? Dagegen gibt's Windeln. Wer ist denn jetzt Harald? Wie Harald? Nein, zur Heirat, ob der morgen heiraten kann, wenn du so viel. Ach so.
Ich habe keine Ahnung, deshalb ist es eigentlich auch immer ratenswert, den Junggesellenabschied eine Woche vor der Hochzeit zu machen. Ja, eigentlich schon. Dass man genug Zeit hat, sich auszukurieren. Ja. Ja. Und vielleicht nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Freitag oder an einem Samstag. Ja, es ist halt... Ich weiß auch nicht, wie soll ich das sagen? Also ich persönlich fände es jetzt auch nicht so knusper, mit einem Suff vom Vortag noch vorm Altar 2-3 Stunden lang zu stehen, danach noch... Ja gut, auf der Aftershow-Party geht's dann vielleicht nach der Hochzeit, weil da kannst du dann gleich einen Konter... Schnaps trinken oder so, um wieder aufs Level zu kommen. Ja, das stimmt. Aber wenn du dann... total... Das Niveau am Würfelpackung, da geht jeden Tag aufs Neue selbst. Ja, das stimmt. Dich dann ewig das stimmt. Sollst, aber dafür ist der Würfelpack halt da. Das wäre auch zu viel für mich. Da hätte ich dann auch so null Kopf drauf. Ja, das nee, ist nicht, wohl wahr. Dass du dann kotzen musst. Ja, was meinst du denn, warum bei Hochzeiten immer so viele Leute umfallen? Entweder die Braut oder der Bräutigam oder die ganzen Trauzeugen, die sind ja alle beim Junggesellenabschied dabei. Und wenn die halt nun so vom Vortag drin haben, dann kann das schon mal passieren, dass die in der Kirche einfach wegklappen. Oh ja. Hab gedacht, das ist wenigstens aus Freude, Ohnmachtsfreude halt. Mikrofon. Nee, das sind Kölner Bahnhof. Also nee, Kölner Hauptbahnhof. Bürojob und eine eher sitzende Tätigkeit. Ist da auch so schlimm? Einfach nicht gewöhnt, so lange zu stehen. Mikrofon aktiviert. Ja, und sagt dann irgendwann das Blut ab und dann Schicht im Schacht. Klatsch und dann ist er weg. Ja. Ich war mal auf einer russischen Hochzeit, da hat sich die Braut so weggeschüttet, dass sie dann irgendwo im Klo verschwunden ist und ja, man ihr die Haare halten musste. Okay. Das war auch irgendwie ein bisschen krass. Ich glaube, da warst du bestimmt auf so einer komischen Holzrussen-Hochzeit. Nee, die war eigentlich echt ganz okay. Also ich kannte da eigentlich niemanden. Ich war da nur Begleitperson. Und das war ganz witzig. Da wirst du halt an den Tisch hingesetzt und an jedem Tisch steht halt nicht Wasser und Wein, sondern Wodka. Tatsächlich. Ja, ich war schon sehr häufig auf russischen Hochzeiten. Ja, ich erst einmal. Und es war auf jeden Fall... Wir kannten niemanden, also wirklich niemanden davon. Und wir hatten so lustige Gespräche. Also es war echt sehr amüsant, das Ganze. Ja, die Gespräche sind echt cool, aber falls du nochmal in den Genuss kommst, kann ich dir sagen, du solltest vor 12 Uhr nachts verschwinden. Ja, das kann sonst ausarten. Richtig, weil wenn die sich dann alle mal richtig dich gesoffen haben, dann gibt's auch öfters mal Schlägereien. Ja, wir hatten den großen Vorteil, dass die Braut sich vorher schon verabschiedet hatte. Von daher ist das Ganze dann ein bisschen... Ja gut, das ist ja normal. Braut und Bräutigam, die gehen ja meistens schon so gegen 10, 11, die wollen ja auch... Ja. Eine schöne Hochzeitsnacht haben. Vorausgesetzt, sie haben sich nicht beide so zugeschüttet, dass ja, sie schon. Da war Schicht im Schacht. Ja, gut, dann. Aber bei der Frau ist ja nicht ganz so schlimm, gell? Ja. Das kann sie jetzt sehen, wie du willst, aber ich glaube, das wird für den Mann auch ziemlich langweilig, ja, wenn die natürlich. Frau unter ihm das Schnarchen anfängt. Vor sich hin vegetiert. Und übers Leben kämpft. Ja, richtig. Nee, also. Das ist aber echt schlecht ein. Ja, der ging's nicht gut. Da fällt mir immer ein Satz von meiner Oma ein. Die hat immer gesagt: Nach 12 passieren keine guten Sachen mehr. Meinte sie jetzt 12 Uhr Mittag oder 12 Uhr nachts? 12 Uhr nachts. Das ist halt meistens, wenn man so anguckt, ich war ja früher öfters auf so Tanzveranstaltungen, die haben halt meistens so gegen 9, 10 angefangen und um 12 waren die meisten schon so zugeschüttet, dass es halt immer Stress und Streitigkeiten gab. Ja. Das hat dann Schicht im Schacht. Dienstschluss ab 12. Na, servus. Ja, sag mal so, wenn du jetzt nicht auf demselben Pegel wie die anderen warst, war es immer ratsam, wenn du um 12 Uhr gegangen bist. Weil dann macht das halt auch keinen Spaß mehr, wenn all deine Kumpels, mit denen du unterwegs warst, so zugeleuchtet sind, dass sie kaum noch gerade ausgucken können und du dann irgendwie Babysitter spielen musst, ist halt auch scheiße. Da hast du dann halt auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja, ist richtig. Ja gut, ich war an dem Abend Fahrer, von daher ja. Ach komm, er fährt diesen pinken Chef da. Okay.
Naja, gut. Nee, ich war eh Fahrer. Nimm mir das meiste. Ja, du sagst es, du sagst wo es. Wo, bei der Hochzeit? Ja, bei der Hochzeit, da war ich eben Fahrer und deswegen hat mich das nicht das so tangiert. Froh. Ach, schau her, da kommt der Schweizer wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Schau mal, wie das Rad vorne eingedrückt ist. Ach du Scheiße. Mhm. Oh shit. Oh oh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ach du Scheiße. Ja. Na, das war's mit dem Auto. Wir sind nicht nackt. Oh Mann. Ach du Scheiße. Oh, wir sind oh, weit gekommen. Ach. Oh, das wird teuer. Oh. Ja, das Ganze. Das sieht aber echt nicht gut aus. Das ist doch direkt auf den Rahmen gegangen. Das wird teuer. Ja. Oh je. Yeah. Das ist eine sehr gute Frage. Und geht's Ihnen gut? Airbag ist gar nicht aufgegangen, oder wie? Hm? Airbag ist gar nicht aufgegangen. Nö, ja, aber es sieht nach einem Achsenbruch aus. Ja, schau dir mal an, wie da das ist komplett auf die Achse drauf. Nein. Mhm. Was? Das ist der Querlenker ist durch, der Dreiecks... Was? Weißt du, willst was du trinken? Also der Querlenker ist auf jeden Fall durch. Aus, kein Problem. Komm, hier kriegst du was richtig Gutes. Warte mal, Handschuhfach, warte. Oh, meinst du, der kann noch fahren? Komm, hier kriegst du ein Spezial hier. Denke nicht, oder? Immer diese Kopfschmerzen. Nee, ich klappe auch hier, nicht. Der entspannt dich, kein Problem. Was hier passiert? Hier zwei. Ja, der ist ihm gerade voll auf die Achse drauf gefahren. Mhm. Der Querlenker, der ist durch. Der Dreiecksschenkel, weiß ich auch nicht, ob der noch, ja, wenn ich auch was abbekommen ein, hat. Dann trink noch einen, komm, kriegst du noch einen. Aber siehst du, wie schräg das Rad steht. Das entspannt sich. Warte, das geht jetzt hier. Das geht rucki zucki hier, dann geht's dir besser. Ja, bei der Gelegenheit kann er ihn gleich umlackieren lassen. Mhm. Bitte schon, hier, gönn dir die ganze Flasche. Und fertig. Jetzt geht's dir gut. Feines, ja, du Wichser. Warum ist sowieso fährst du eigentlich vor? Weißt du, kannst du den einfach bremsen? Scheiße, jetzt verstehe ich den gar nicht mehr. Das ist doch Wahnsinn. Ohne Witz. Mikrofon muted. X25254X. Mikrofon activated. Mikrofon muted. So, Leute. Ach, der NS ist auch schlimm. Ich würde ihn ja noch Köln-Hansa-Ring ist besser. Soweit es dunkel wird, ja, über Tag geht es noch. Okay. Nein, tatsächlich schießt mich zum Motzer. Weht hier aber ruckzuck ein anderer Wind, Freunde. Welcher Wind? Der Darmwind, meinst du? Der, den ich zum Stecken bringen kann. Ich habe kein Wort verstanden. Was? The Wind of Change? The Wind of Stink? Höchstens. Airbags wurden die in Los Angeles abgeschafft zur Unterstützung der Bevölkerungskontrolle. Auch sehr gut. Ja, Leute, wir hören da jetzt mal kurz zu und dann spreche ich gleich mal mit euch. Spritzwurf, Durchfall, Alter, Kurt. Spritzwurf? Ja. Mikrofon activated. Durchfall. Was? Ein Sprühwurst. Durchfall. Was ist Durchfall? Was? Durchfall. Das ist, wenn du flüssige Kacki hast. Genau. Russland, habt ihr dem Weizen gegeben oder so? Oder warum redet der auf einmal bayerisch? Ja, ganz ehrlich, der hat Spezial bekommen. Ich verstehe es. Ganz ehrlich, okay. Also, ich hoffe, warte, also, wenn die scheiß Achsfohlen verbunden sind. Entschuldigung, ich habe kurz die Sitzfalte durchsucht. Ja, wenn die Achsfohlen sind, also, du bist da haumvoll, oder was ist denn los? Was ist? Ich verstehe gerade auch gar nichts. Wenn du Bäume fallen gehst. Hast du gesoffen oder was ist los mit dir? Nein, ich hab. Nein, die hatte Morphium und Wodka, kein Problem. Weil Schokokraus ist in der Sitzfalte. Ich hab noch was geraucht. Right. Ey, das ist wunderbar. Ey, also. Ja. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall den schönen Abend. Ja, es ist wunderbar. Und ich würde ja den Herrschaften vielleicht empfehlen, nicht so auf den Straße rumzustehen. Da könnte ein Auto kommen und dann könnte noch ein Unfall passieren. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, dass ein Unfall passieren könnte. Ich auch nicht, aber können Sie nicht bitte alle einfach runtergehen von der Straße? Bitte? Ja, könnte man machen, das wäre vielleicht am besten. Ja, schön runter. Russland, darf ich dich kurz was fragen? Am besten da lang.
Hi, warst du heute schon in der Metro zufällig? Nee. Okay, dann hat sich die Frage erledigt. Elli, hast du noch eine Blättersteigtasche dabei? Gib dir noch eine Blättersteigtasche. Warte, ich hab dir doch eben was gegeben. Du hast mir was gegeben? Ja, ich hab dir vorhin oben in den Wohnung was gegeben. Ja, hier, keine Ahnung, irgendeiner hier fangt hier, keine ich Ahnung. Ich geh mal von der Straße. Ja. Viel Spaß mit der Blättersteigtasche. Weh. Ja. Und ihm auch schon den Augen auflassen, dass kein Unfall passiert. Na, gute Fahrt euch. Niemals, ich bin doch die beste Fahrerin in ganz Los Santos. Ja, tschüss. Ja, bin ich auch. Bye jetzt. Tschüss. Du Hust. So, wie war das? 5 Runden, ja? So, also, voll wie du bist, du sollst du nicht fahren. Was? Magst du die Blättersteigtasche? Nee, Moritz. Ja, Grüezi, 5, weil du kannst ja nicht auf dem Auto fahren, du. Das ist ja kein Auto fahren, Alter. Ich komm, scheiß Zugspiel. Ja, du kriegst schnell mal auf das Auto, das. Leckes, eingeschlafen jetzt hier oder was? Nee, das Rad blockiert, glaube ich. Ah. Er will aber nicht in den Zustand des Autos fahren, oder? Ja, scheinbar. Ist er. Wundert mich, dass das Auto überhaupt noch geradeaus fährt. Also ja, das dachte ich mir auch. Schwierig. Ja, mag jemand eine Blätterteigtasche? Blätterteigtasche, lecker. Schmeckt die? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nie probiert. Ich nehme so ungern was von fremden Leuten, ja, vor allem nicht, wenn es schon aufgepackt ist. Ja. Ja, dann gönnt euch. Ja, bitteschön. Könnt ihr teilen. Wer wollte ich jetzt eigentlich haben? Jetzt habe ich die. Ja. Ja, warte. Was ist denn da heute los? So, hier, Autoscoot oder was? Eine Blätterteigtasche. Ah, ja. Eine Blätterteigtasche. Eine Blätterteigtasche. Das ist ja Michael wunderbar. Muchlor. Ach, egal. Essen, Bier hinterher, passt schon. Nicht, ja. Dass es jetzt gleich umkippt. No, nee, die schmeckt ja noch ganz, ganz gut. Ich, da der ja von irgendjemand kommt, nicht, dass er irgendjemand was reingetan hat, weißt du? Ja, mal telefonieren hier. Ach, wo ist denn hier dein... Ach, wie heißt er mit blauen Haaren? Ich vergesse den Namen immer. Paul, wo ist denn der? So, Leute, Airbags wurden... Achso, hören da kurz zu. Du willst uns einen besoffenen Schweizer zumuten. Das ist doch kein Schweizer, das ist doch ein Bayer. Das war doch ein Bayer-CFX. Immer das Thema Scheiße. Ich hätte gerne ein Stück von die Auto, das es schön hat, geprickelt in meine Wirbelsäule. Das neue Update von MSFS ist ja mit einer Performance-Verbesserung rausgekommen. Jetzt ist mein PC keine Heizung mehr, sondern ein Kühler. Was? Ehrlich? Wie groß das Update ist? Es ist 16 GB und wir werden es später ausprobieren. Ich habe schon installiert, runtergeladen und installiert. Wir werden es später ausprobieren. Wir gucken uns den 320 an. Mal gucken, was jetzt anders ist. Unter anderem soll der Autothrust optimiert worden sein. Ich habe mir die Liste durchgelesen, aber ich dachte, ein bisschen mehr ist es. Naja, wie dem auch sei, der liebe Hunter hat sich bei mir als Mod angeboten, beworben und das war eigentlich mehr oder weniger ein bisschen Spaß, dass er mir eine Bewerbung schicken soll. Aber er hat eine äußerst ausführliche und sehr zufriedenstellende Bewerbung mir geschickt. Und deswegen, liebe Leute, freut es mich zu verkünden, dass der Hunter verdienterweise auf Bewährung, bis er das nächste Mal Scheiße gebaut hat, zum Mod gekürt wird. Einmal alle hier gratulieren. Herzlich willkommen im Amt und ich hoffe, du wirst dein Amt mit Würde antreten.
Paul, darf ich dir meine IBAN schicken und Mod werden? Ja klar, kein Thema. Aber eigentlich läuft das andersrum. Ich schicke dir meine IBAN. Verstehst du? Du hast mich nicht enttäuscht. Ich weiß, ich vertraue dir. Ich vertraue dir voll und ganz. Alles gut. Also mit den Namen habe ich es echt. Die rennen so viele Leute rum. Ja, Glückwunsch. Ja, ja, von mir auch. James, ich soll jetzt sagen, dass Sano ins Bett gegangen ist. Und grüße. Was? Um die Uhrzeit schon? Schöne Grüße an dich. Ja. Okay, ja, danke. Danke dir. Ja, dann weiß ich Bescheid. Schade. Naja, gut. Was treibt ihr so einen ganzen schönen Tag lang? Dies und das. Ja. Wie jetzt? Ja. Also wenn wir arbeiten, dann Zeitarbeit und sonst, ja, Würfelparty. Was, Zeitarbeit? Party. Nee. Ja. Ich wollte mich eigentlich beim PD bzw. beim SD bewerben, aber die haben ja gerade Bewerbungsstopp. Hoi, wieso das? Ja, die haben wohl jetzt am Montag nochmal, lass mich kurz überlegen, gestern habe ich meine MPU gemacht. Okay. Da war ich direkt im SD und die haben wohl am Montag nochmal einen Stoß neue Leute dazu bekommen, die sich beworben hatten. Und haben jetzt erstmal Bewerbungsstopp. Also okay. Die nehmen auch nichts mehr an aktuell. Aber er ist der Meinung, da werden eh nicht viele bleiben und vielleicht in 1 bis 2 Wochen mehr. Okay. Ja, klingt doch nicht schlecht. Na. Sie, Senor? Du bist so ein schlechter Freund. Ich? Wieso? 2-mal komm ich am Würfelpark angefahren mit dem Bus, hupe und keiner steigt ein. Nicht. Was gehupt hast du? Das hat man nicht gehört hier. Ja. Busse, ich weiß ja gar nicht, wo... Ich weiß ja gar nicht, wo hier eine Haltestelle ist. Ist ja nichts gekennzeichnet hier. Also die Haltestelle ist ums Eck, aber es gibt noch eine extra Haltestelle. Geht da vorne eine Haltestelle? Da, wo du mit Zauner standest. Die ist da nicht gekennzeichnet. Keine Ahnung, ich glaube, da ist eine oben. Ah, okay. Ja, da unter dem For-Rent-Schild. Okay. Nee, in der Tat haben wir das nicht gesehen. Du hast da nicht gehupt. Ja, aber wir... Aber ganz ehrlich, das ist deine allererste Busfahrstunde, da werde ich einen Scheiß tun und einsteigen. Ich bin nicht gemein zu dir. Darum geht's. Wir haben gerade halt die besoffenen Schweizer an Pier gefahren. Ja, okay. Und jetzt die Polizei hinter euch her. Ja, wie viel hast du kassiert dafür? Wir verfolgen den Bus oder was? Ja, und dann wundert er sich, dass ein scheiß verficktes Busunternehmen nicht funktioniert, wenn er kein Geld dafür kassiert, wenn er Leute befördert. Also ich werde das jetzt beobachten. Pleite soll er gehen. Ja, auf jeden Fall, ich melde mich dann wieder bei dir, gerade ist gerade wieder auferstanden. Okay. Ja. Arrivederci. So. Der ist so blöd, der Busunternehmer, der ist so blöd, will ein Busunternehmen führen, verlangt aber kein Geld für seine Tickets. Ja, mir hat er gestern irgendwas erzählt, er raubt mal diverse Läden aus und sei noch nie erwischt worden. Ja. Ein ganz komischer Vogel. Ja. Dieser Kalle. Ja. Du sagst es. Und Schweizer ist wohl mit dem jetzt zusammen, hat er vorhin gemeint? Ach, warte, jetzt ruft der Kalle an. Oh je. Si, Senor. Du bist ein Arschloch, das weißt du, ne? Ich? Ja. Komm her. Ich baller dir Rübe vom Kopf, wenn du mich als Arschloch bezeichnest. Oh, leg da auf. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Oh, da kommt das pinke Auto wieder. Oh je. Yeah. Wo? Na, ach, die Scheiße. Geh mal, dem Entdeckung. Was macht er jetzt? Ach du Scheiße. Ja, was macht der? Keine Ahnung. Ah, okay, hat sich's anders überlegt. Was wollte jetzt Kalle von dir? Keine Ahnung, hat nur gemeint, ich bin ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, warum da? Und legt auf, keine Ahnung. Und die sind jetzt was von der Polizei verfolgt worden, im Bus. Was? Nee. Nein, die haben die Besoffenen zum Pier gebracht. Und haben kein Geld verlangt.
Nee, keinen einzigen Cent. Und dann wundert er sich, dass sein Busunternehmen pleite geht. Was für ein schlechter Witz, oder? Der ganze Laden ist ein schlechter Witz. Ja. Der hat mir gestern hat er mir irgendwie so ein Liniennetz zugeschickt, da stand aber kein, also da stand zwar Linie 1, 2, 3 drauf, aber ansonsten okay. Nicht. Ja, also was bringt dir mit der Linie 1, 2, 3, wenn keine Busse fahren? Verstehst? Ja, keine Ahnung. Arbeitet nicht Shepard auch für das Busunternehmen? Ja, habe ich auch erfahren irgendwie. Aber es fährt ja irgendwie niemand Bus. Also ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Bus mehr fahren sehen. Und der gerade gefahren ist, war jetzt gerade der Schweizer, der mit ihm die ersten Fahrstunden macht. So, Hunter, pack dein Ding ein. Das Schwert ist zu schwer für dich. Lass mich es besser, wenn ich da... Nein, Spaß, ich grenze vom Herzen. Naja, Hunter hat sich wirklich verdient. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Natürlich haben sich andere auch verdient, aber Hunter war halt der Nächste. Nicht ganz cool, aber das Wort gönnst du hier. Ja, ich sag, als Mod hast du keine Vorteile, dass den Bot, was den Bot betrifft. Das musst du erstmal aus dem Boden ziehen und dich seinem würdiger heißen. Ja, wenn das aus dem Boden rauskriegt, weißt du? Okay, Schwalbenstein, wozu ein WD-40? Ja, da waren wir doch gestern schon. Pleite hier einen Durchfall bekommen. Ja, das kann der Kalle. Zumindest hat der James ein funktionierendes. Oh ja. Hey, Dr. Wuppi ist auch wieder mit am Start. Wer fährt schon Bus, wenn er einen Carbonizare hat? Du sagst es. Genau so ist es. Ohne Spaß, ich habe in Köln 50 Frames. Das sind 10 mehr, als ich hatte. Ui. Dann können wir das später mal in Frankfurt mal ausprobieren. Was sucht ihr denn? Ein schwarzes BMX-Rad. Da sind vorhin, keine Ahnung, 15 Leute mit Fahrrädern weggefahren. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Mal gucken, ob du noch da bist. Da ist eine ganze Bande ist Richtung EMS hintergefahren vorhin. Du hast nicht zugehört. Boah, wetten, die haben das mitgenommen. Also das kann schon sein. Alles gut, das war mit. Okay, danke. Ja, kein Problem, gerne. Ihr auch. So. Was ist denn schon wieder los hier in der City, Mann? Keinen blassen Schimmer. Was machst du so, James? Du, ich bin Entrepreneur. Ich habe einige Geschäfte am Laufen. Was für ein Ding? Entrepreneur. Das ist ein Selbstverwirklicher, kann man so sagen. Ein Selbstverwirklicher? Ja, ich habe... Ja, ich warte mehr oder weniger aufs Gewerbe an. Ich habe selber als Flugschule anzumelden. Parallel mache ich mit dem Schweizer zusammen noch ein anderes Gewerbe. Wir machen noch eine Krankenkasse. Aber das Gewerbeamt ist das Schlüsselöhr des Ganzen. Die kannst du doch eh in der Pfeife haben. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Aber was willst du machen? Bist davon abhängig. Und solange du davon abhängig bist, sind sie deine besten Freunde. Wenn sie mal da sind. Betonung liegt auf wenn. Naja, aber die wollen doch umstellen, habe ich ja mitbekommen. Die hatten doch letzte Woche diese komische Pressekonferenz da. Ja, gut, da war ich leider nicht. Ich habe da ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen, dass da ein Termin ansteht. Na, ich wollte hingehen, ich war schon am Rathaus, hatte die übelste Kopfschmerzen bekommen und die Eule Als ich dann noch da war, das, was ich mitbekommen hatte, das wohl irgendwie hoch zum alten Flughafen verlegt und keine Ahnung. Was, das Gewerbeamt? Nee, dieses komische Pressekonferenz. Was ach so, okay. Brauchst nicht perfekt. Servus. Hallo. Amen. Was geht? Und soviel ich weiß, wollen sie da irgendwas ändern. Alles ist für uns selber. Du, wir reden gerade über das Gewerbeamt. Ja. Schrauben die schon wieder einen Auspuff ab? Keine Ahnung, was die da machen. Ja, die haben gerade schon probiert, einen Auspuff abzuschrauben. Sollen wir mal hingucken, oder wie? Gehört irgendjemand für euch das Auto? Nee. Nee. Ja. Die Blauhelme, das ist jetzt die UN,
die hier einen Einsatz hat, oder wie? So, keine Ahnung, nee, das sind so Mützen, so blaue. Also keine Helme. Genau. Nee, das ist so die komische neue Tommy-Gang. Ach, die habe ich gestern im EMS auch schon kennengelernt. Was machen die? Die gehen hier zu den ganzen Fahrzeugen hin und schauen, ob es... Achso, das ist sein Fahrzeug, okay. Oh, das hat endlich mal das Licht ausgemacht hier. Faszinierend, faszinierend. So, einer weniger. Ach ja. Und was machst du so, wenn ich fragen darf? Ich hatte gerade einen langen Spaziergang und habe mein Auto verkauft, was ich hatte. Ja. Warum hast du kein Taxi gerufen? Verstehe ich auch nicht. Ich brauchte ein bisschen frische Luft. Okay. Und, du warst aber nicht letzte Nacht dabei mit der Tankstelle, oder? Doch, war ich. Ich war nüchtern. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und du warst so voll. Oh, oh, oh. Guten Abend, Herr Corwell. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte mal eine kleine Frage. Ich habe noch einen Fahrzeugbrief von einem Fahrzeug, das ich bei Circle Cars verkauft habe. Was mache ich denn damit? Sehr gerne das einfach vorbeibringen. Kommen Sie einfach. Jetzt ist gerade keiner da. Gerne morgen Abend einfach mal in die Firma kommen und den abgeben. Okay. Damit wir das dem Käufer geben können. Das wäre sehr schön. Wobei ich das Fahrzeug eh nicht mehr gesehen habe seitdem, aber. Ja. Ja, aber wir haben den ja verkauft. Oder? Ja, das ist richtig. Habt ihr da noch Zugriff drauf, wer das war? Weil sonst würde ich den wieder zurückkaufen. Ja, aber ich kann das nicht rausgeben. Lassen Sie uns das morgen klären. Wenn ich den kenne, vielleicht kann ich den anrufen. Ja. Muss ich mit dem drüber sprechen. Okay? Alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen dann. Jo, bis morgen. Danke. Ciao, ciao. Was wollen Sie dafür? Alter, 35. 35.000? Ja gut, das hat relativ wenige Kilometer. Also. Für was für ein Auto? Ich hatte so Just for Fun. Für eine BR400. Achso. Was sind die K.O. wieder? Jo. So, jetzt, Kalle. Jo, jo. Komm mal mit, Kalle. Komm mal mit. Oh, oh. Aber ich war am überlegen, mir eventuell... James, lass den Kalle in Ruhe. Also gut, was geldtechnisch angeht, da muss ich erstmal gucken. Also, bliebe nur die Auswahl... So, Kalle. ...in einer Vortex oder... Jo, jetzt bin ich hier. Was sollte denn dieser Anruf, bitte? Also folgendes, er hat das gesagt und da habe ich das auch zu dir gesagt. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, du bist ein Arschloch bist und hat er dich angerufen und gesagt, du bist ein Arschloch bist. Warum sagst du, dass ich ein Arschloch bin, bitte? Weil du nicht eingestiegen bist in den Bus. Ja, echt, ey. Hättest du mal einsteigen sollen. Hallo, das war die allererste Fahrstunde. Warum sollte ich bei einer Fahrstunde mitfahren? Ich bin noch nicht lebensmüde. Und wir haben sogar, wie viele Leute, das waren 9 Leute mitgenommen. Ja. Und Kalle, ich muss ehrlich sagen, du bist ein ganz schlechter Geschäftsmann. Warum? Wenn man 9 Leute mitnimmt, verlangt man nicht 9-mal kein Geld dafür, sondern verlangt 9-mal Geld dafür, das ist ein Ticket. Und selbst wenn sie Mengenrabatt haben, wird trotzdem Geld in die Kasse gespült. Ich weiß schon, warum das Busunternehmen nicht läuft, aber ihr braucht einen richtigen Geschäftsmann an der Spitze. Ich kann Geschäftsmann sein. Nee, ich habe das extra gemacht. Nee. Was bringt denn das? So geht dein Busunternehmen pleite. Das bringt gar nichts. Ich wollte abkassieren. Aber dieses neue Gerät, ich wusste ganz kurz nicht, wie man das bedient. Jetzt weiß ich ja, wie das geht. Jetzt kann ich es auch schneller machen. Das hat Stunden gedauert. Das ist ein komplett neues Gerät. Das ist eine Ausrede. Du musst als Geschäftsführer, musst du alles wissen. Du musst von A nach B alles wissen und nicht erst dann rausfinden, wenn irgendwelche Leute da sind. Ja, aber... Du musst Kompetenz an den Tag legen. Weißt du, was das heißt? Was ist, wenn ich das Du musst ein kompetentes Auftreten haben. Wie soll man sonst eine Firma ordentlich leiten? Ich bin kompetent. Wenn du jetzt gerade erst rausgefunden hast, wie ein Gerät zu bedienen ist, tut mir leid, das...
Das glaube ich nicht. Von vorher war halt kompetenter. Ich muss jetzt. Ciao, mach's gut. Ich muss ja jetzt nicht nur Betrag eingeben, sondern ich muss ja auch sogar den Grund eingeben. Was ist das für eine Scheiße? Naja, Ticket. Ja. Und das noch in dem Gerät einzutippen und ihm das dann nach vorne zu zeigen, das dauert Jahre. Ja. Ja. Und da hat er sich halt aufgeregt und dann hat er verschwinde gesagt. Nee, trotzdem. Wenn man Personen befördert, macht man das nicht umsonst. Sonst geht man pleite, so wie ihr. Ach, so pleite sind wir gar nicht. Du hast gesagt gestern, ihr habt kein Geld, um eure Leute zu bezahlen. Meinst du, ich passe nicht auf, wenn du mir was sagst? Wir können theoretisch 3 neue Busse kaufen und theoretisch können wir unsere Leute auch bezahlen. Aber was bringt es, 3 neue Busse zu kaufen, wenn die auf eurem Parkplatz verrotten? Das Problem ist ja, wir haben im Moment keine Busfahrer. Ja, das und jetzt weißt du, wo das Problem ist. Ja, und deshalb stelle ich ja an, ich habe sogar so ein schönes Schreiben gemacht und morgen habe ich sogar noch 2 Bewerbungsgespräche. Also ich sehe dich immer nur hier rumstehen und irgendeinen Mist bauen, anstatt wie ein Chef zu handeln, um neue Leute anzuheuern. Ja, am Abend. Es ist egal wann. Ein Chef legt nicht sein Amt ab, sobald er aus dem Geschäft rausläuft. Ein Chef ist Chef von in der Früh bis Abend. Ja, bin ich auch. Also ich habe dich hier noch nie jemanden rekrutieren gesehen. Der hat mich rekrutiert. Nee, du hast bei ihm angefragt, ob du bei ihm Bus fahren darfst. Die letzten zwei Tage sehe ich dich erst hier. Was? Ja, also intensiv meine ich. Ja, und davor war das halt, ich habe hier richtig viele gefragt und viele sagen immer, nee, ist voll langweilig, bestimmt nicht, da verdient man wahrscheinlich nicht so viel. Und ich sage, natürlich verdient er viel. Wenn ihr mal ausrechnet, ne? Wenn ihr viele Kunden habt, verdient ihr auch viel Geld. Ja. Und wir sind sogar dabei am Planen, so eine Art geregeltes Geld zu machen, damit man überhaupt leben kann. Aber dafür müssen die auch arbeiten. Und im Moment haben wir 6 Leute, die nicht arbeiten. Also abgesehen von den Chefs. Die schmeiße ich bald alle aus. Hey James, bitte Kochbusfahrer oder Fahrkarten verkaufen. Fährst du bei mir mit? Ich fahre und du verkaufst die Fahrkarten. Nee. Ach. So reagieren viele. Ja, weil ich das nicht als, wie soll ich sagen, das Problem ist, es würden viel, viel, viel mehr Leute mitfahren, wenn regelmäßig Busse fahren würden. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen keinen einzigen Bus fahren sehen. Und ich war oft hier. So, wieso sollten die Leute Bus fahren, wenn sie denken, der Bus kommt einmal am Abend? Ja, stimmt schon wieder. Das Konzept funktioniert einfach nicht. Das wird funktionieren und aufgehen, glauben wir. Ja. Noch ist nicht die richtige Zeit dafür. Noch. Warum? Ganz einfach. Die Dieselpreise sind meiner Meinung nach immer noch viel zu niedrig. Die Fahrschule hat noch auch auf. Die Autos sind viel zu billig. Ja, und trotzdem hast du jetzt ein Unternehmen zu führen. Ja, ich führe das ja zwar langsam, aber das geht. Und außerdem bin ich ja nicht nur der Einzige, der das führt, sondern ich habe ja noch einen Chef. Ich muss so viele Sachen nicht nur mit ihm besprechen, sondern so viele Sachen von ihm übernehmen, sodass ich so viel Stress habe. Ne? Am besten würde ich mir einen anderen Chef. Ich dachte, du bist Chef. Ja, ich bin der zweite Chef. Der Baker ist der erste. Ja, aber auch als zweiter Chef kann man was auf die Beine stellen. Ja, natürlich. Was meinst du, was ich versuche jetzt ganz lange zu machen? Weiß ich nicht. Ich im Moment auch nicht. Wo sind die Wundenpunkte jetzt momentan? Keine Busfahrer und zu wenig Busse auf der Straße. Das sind wirklich die Wundenpunkte, kann man schon so sagen. Naja, 2 Busse stehen ja da hinten. Wir haben sogar 4 Busse. 5. Dann habt ihr ja nicht zu wenig Busse, sondern ihr habt einfach keinen Betrieb. Und das ist das Problem. Und was auch noch ein Problem ist, zu wenig wissen davon Bescheid. Und weißt du, warum zu wenig Bescheid wissen? Weil hier keine Busse rumfahren. Ganz einfach deswegen. Also man muss erst jetzt die Leute finden, die fahren wollen. Am besten die Neulinge abfangen. Dann holst du sie ins Busunternehmen, ja? Und dann lässt du sie fahren. Und die sollen den ganzen Tag fahren, auch wenn sie nur einen Kunde machen. Weil dann sehen die Leute, es fahren Busse regelmäßig. Und glaub mir, dann kommen die Kunden. Am Anfang zahlst du halt drauf. Das ist halt einfach so. Das ist kein Problem. Wir machen ja auch noch ganz, ganz viele Sachen mit dem Gewerbeamt. Wir bekommen ja sogar noch neuere Busse, weil die alten stinken, die quietschen.
was die Leute hassen. Dann bekommen wir noch einen guten Partybus. Dann bekommen wir vielleicht sogar noch eine Verstaatlichung. Dann bekommen wir vielleicht auch... Das Quietschen muss echt weg, weil das ist echt ekelhaft. Ja, daran arbeiten wir gerade. Vielleicht an neue Bremsblöcke oder so. Ja, und woran arbeiten wir noch? An eine Leitstelle, dass man eine kleine Nummer wählt und uns sofort anrufen kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwie ist und nachfragen kann, yo, fahren die Bus oder fahren sie nicht? Verstehst du? Ihr braucht vor allem, also eure Linienkarte ist ja schön und gut. Aber ihr braucht, das muss überarbeitet werden. Finde ich auch. Mikrofon muted. Mist, ich habe irgendwas im Auge, also irgendeine Wimper, die mir ganz unangenehm ins Auge hängt und ich versuche es die ganze Zeit wegzureiben, aber ich habe irgendwie nicht so viel Erfolg gerade. Ach übrigens, Hunter, ich mag Züge. Also du sollst halt mindestens 6 Stunden in der Woche machen, steht auch im Vertrag drin. Ja, dann habe ich recht. Ja, keine Sorge, drucke ich aus. Schau, das ist nächstes Thema. Schlecht organisiert. Wenn du einen Vertrag heute brauchst, muss er heute am Tisch liegen. Ich kann den Vertrag nicht machen, weil der Chef das macht. Ja, dann muss der Chef dir die Rechte geben, den Vertrag zu machen. Wenn der Chef seinen fetten Arsch nicht auf den Tisch legt. Ey, Kalle. Deshalb habe ich ja gesagt, ich will einen anderen Chef. Ja, dann. Wo ist der Typ? Ruf ihn an. Ja, nicht da. Das ist es ja. Kannst du. Wenn du jetzt hauptsächlich hier die Sachen übernimmst und der Typ, der das Unternehmen eigentlich leiten sollte, nicht da ist, kannst du nicht über das DOJ gehen und den rausklagen? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht. Keine Ahnung. Ruf an! Ja, ruf an. Warte mal, ich schau mal, ob Ben da ist. Ja, okay, du rufst Ben an, okay. Darf ich jetzt beim DOJ anrufen oder nicht? Ben ist da, ich rufe mal kurz an. Gut, ich rufe mal DOJ jetzt gerade an. Okay. Hallo! Warum lachst du? Weil ich hier gerade jemanden in meinem Auto habe, der ein bisschen Angst hat. Oh, okay. Okay. Kleine Frage. Ich stehe hier gerade mit dem Kalle Graf vom Busunternehmen zusammen. Und der hat ein Problem mit seinem Chef, der ist nie da, der kümmert sich um nichts und er würde gerne das Ganze übernehmen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu handhaben? Übers Gewerbeamt nur, ja. Also soll er einfach, wenn das dann, das soll ja in 2 bis 3 Wochen ordentlich laufen da, dann soll er da sich einfach mal melden und am besten auch schon ein Konzept einreichen und halt auch reinschreiben, warum er das einreicht, obwohl es das ja schon gibt und so weiter. Also er ist bei dem Busunternehmen, er ist zweiter Chef. Und sein erster Chef, der macht nichts. Der ist nie da, der interessiert es überhaupt nicht und der kümmert sich nicht drum. Du leuchtest. Ja, dann kann er das so machen und wird es ihm vielleicht übertragen mit Glück. Okay. Ja gut, dann leite ich es ihm mal so weiter. Mach das, ich muss mich auch schon auflegen, weil ich muss jetzt eine Pflichtverteidigung. Passt, tschüss. Alles klar. Mach's gut, ciao. Wunderschönen guten Abend, die Herren und Damen. Hallo, was geht? Das Auto sieht ja innen aus wie eine Menstruation, könnte man schon fast sagen. Lass darüber nicht reden. Aber ich find's cool. Hallo, was geht? Jo, was geht? Und, ja, warum leuchtest du so? Es ist September, bald ist Weihnachten, das muss ich schon vorbereiten. Ja, das dauert aber noch. Ja, einige Läden haben ja jetzt auch schon die Winter. So. Ja, eben, man kann schon Lebkuchen kaufen und alles. Ja, Pizza nehme ich auch. Oh, geil. Pizza. Ich habe Cookies. Oh, ich hatte, was hätte ich denn jetzt gern? Ich habe einen Eiskaffee noch, oder einen Kaffee kalt gestellt. Da gibt es dann später noch eine Kugel Eis rein. Da gibt es einen geilen Eiskaffee. Da freue ich mich richtig drauf. Spekulat hätte ich auch gerne. War sehr geil. Was? Ja, ich meine James. Was? Ja, natürlich. Ich habe ihm einen Kopf waschen müssen. Brainwash. Entsprechend kannst du deine Arme wieder runternehmen. Was ist? Nimm mal deine Arme runter. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich beim Telefonat rausgekommen? So, kann du sollst. Nicht? Du kannst, du musst dich beim Gewerbeamt melden, du musst ein Konzept vorlegen und wenn das gut ist und vielversprechend, dann kann man das dir überschreiben.
Genau. Okay, okay. Beziehungsweise, wenn du als Mitinhaber drin bist und gute Gründe hast, dann kann man das auch so überschreiben. Sehr nice. Ach, das freut mich, okay. So, und das ist genau der Punkt, den ich sag. Wir müssen für dich den zweiten Chef anrufen. Du musst unbedingt an deinen Fähigkeiten der Geschäftsführung arbeiten. Du musst ein Macher sein. Ein Creator. Nee, ein Macher. Du musst einfach machen. Ein Macher. Okay. Ja. Okay. So. Genug Motivationstraining für heute. Dann wird halt gleich ein Job ausgeraubt. Ich mache das. Nein, ja, das ist genau die richtige Richtung, ja. Ja. Was hat denn das jetzt mit Macher zu tun? Verstehe ich auch nicht. Ja, wenn ich das auch nicht mache. Ein Busunternehmen, was hat... Ach, egal. Oh, es geht darum, dass du ein Unternehmen zu führen hast, das musst du machen. Nicht ein Scheiß Shop. Also ich finde die andere Variante besser. Ja, kann ja selbstständiger Bankräuber werden, Shop-Ausräumer werden. Ja, du sagst es, Hunter, du sagst es. Du musst einfach, wenn du was erreichen willst, du musst es einfach machen. Hast du mal wieder Lust? Nee, ich muss gerade jemanden anrufen. Weißt du? Ja. Nicht mehr erreichbar, ist vor dem Gefängnis. Wer denn? Ja, der. Und die Hände zum Himmel. Der schon wieder. Sein Auto heimgebracht. Servus, sie haben eine offizielle Frage. Servus. Hau raus, grüß dich. Irgendein so ein Arschloch. Wirklich, so ein ganz dreckiges, geschissenes, versifftes Arschloch. Hat mich verpetzt bei den Bullen, dass sie angeblich, also angeblich besoffen Auto gefahren bin. Bist du doch gar nicht. Ja, ist er vielleicht schon, aber wer war das? Ja, irgendein so ein Wichser. Also den, wenn ich finde, den hau in Schäde, ey. Kannst du auch so reden, dass wir dich verstehen? Was wieso, verstehst du nicht? Er haut dann den Schädel ein. Ja, bist du deppert, so. Warum verstehst du den nicht? Mal deine Ohrwascheln auf. Ja, Gott, verdammt nochmal. Ich zieh da gleich in deine wirsche Fresse rein. Bist mal ruhig, du Räder. Ja, aber ja, kannst du es mal bitte anständig mit mir kommunizieren? Weil also, ich finde das langsam nicht mehr lustig. Ja, kurz, ich fix nochmal raus. Wer ja, bist denn du? Du kommst mir so bekannt vor. Seid freundlich, hab ich zu. Satz freundlich, genau. Du kommst mir so bekannt vor. Ich? Ja, du. Daran, was trinkst du da? Immer noch Erdbeeren. Wobei das jetzt ein Mix mit also wegen deine Hände. Brombeere, Limettenwasser. mit Erdbeerlimes gemischt. Ich hab nicht so viel irgendwie so Arschlöcher gesehen, die war ausgestorben wie Arschlöcher. Nein, ich denke hier da, mein Ohr juckt wie irre. Ja, was, dein Ohr juckt? Also ich kenne Arschlöcher. Das heißt, ihr liebt es, ne? Ihr mögt euch, oder? Naja, ich glaube, hier findest du auf jeden Fall sagen, den nicht. Ich hab grad echt, ich weiß nicht, ob das jetzt Premiere war oder so, aber ich hab grad echt nicht die Polizisten kennengelernt. Ui, hast die Nummer gesichert? Hast du nicht? Was? Doch, hab ich. Also. Hast du die Nummer gesichert? Die waren echt nett und die haben mir sogar mitgenommen mit meinem Kostenbier. Oh, das ist krass, ehrlich. Also beim letzten Mal, wo ich mit dem Bullen in Kontakt gekommen bin, da habe ich sogar eine Nummer bekommen. Und ich habe nicht einmal Schafe zu müssen, obwohl ich einen Joint dabei gehabt habe und besoffen Auto gefahren bin. Gut, vielleicht bin ich doch besoffen Auto. Wo steht der Auto jetzt? Irgendwo, ich weiß nicht. Haben sie dich erwischt oder was? Sag mal, da hinten ist doch dein pinkes Auto, oder? Ja, nee, das scheppert sein. Dann hat's geheißen, ja, aussteigen. Dann habe ich gesagt, du weißt schon, dass der Chef da ein bisschen schneller ist mit der Polizei. Scheiß sechs kriegen da. Und dann sagt er so, ja, aber wir haben mehrere Polizisten. Sag ich so, das habt ihr aber nicht so einen guten Autofahrer wie ich. Dann habe ich mir ergeben. Und du musst eine Strafe zahlen, oder was? Nein, null. Ich habe $0 zahlen müssen. Warum? Nicht schlecht. Wie denn das? Weil ich einfach das Hallo, ich bin der Sepp, ich bin der Überking. So. Was, Überkinger? Rot oder blau? Der Überking. Ach so. Du Lolli, du. Was tippst du, was ist denn das eigentlich für ein Kreis? Das sieg ich sogar immer meine 8 Promille, dass der nicht rund ist. Der ist eher eine Kartoffel. Mama? So, jetzt ist er fast rund. Aber ich habe die anderen Leute ausgeschossen. Das ist jetzt nicht nett. Ja. Hoppala. Kommt mal jetzt ein bisschen enger hier. Es ist so schwer, den Kreis hier normal zu machen. James,
Willkommen zurück. Willkommen zurück. Herr Herrgott, du kannst mir eine Zeit schieben. Besser. Besser. Barzi, wo gefällt er dir jetzt? Der Kreis. Ja, fast ein Herz. Ja, geht er übrigens. Wer sagt das eigentlich? Alle kenne ich gar nicht. Ja, ich bin der James. Herrgott, ja, du Zipfiglatsche, jetzt schleich dir halt einmal, du. Ich bin der Sepp. Servus, Sepp. Kalle. Ich bin der Peter. Alejandro. Kalle ist ein Saupreis. Ich bin der Vorstellungsrunde da so im Kreis und da beim Erben da drüben, hab ich dann wieder vergessen von mir. Ist das hier wieder die Selbsthilfegruppe oder so? Für anonyme Alkoholiker? Nee, für anonyme Anti-Alkoholiker oder wie? Ja, genau, also scheiße. Da wäre der so. Auf jeden Fall nicht dabei. Bist du kein Alkoholiker oder bist du Alkoholiker? Also, wir wollen alle trinken und wir schaffen es. Mit 3 Minuten abmelden. Uiuiui. Kaum ja, Mod schon wieder in Urlaub gehen. Trinken. Ganz typisch. Ganz typisch. Trinken. Trink jetzt einfach. Du hast so einen ganz fiesen Dialekt, den verstehe ich kaum. Ja, ist der Saupreis. Gut, wenn sie keine traut, servus, ich bin der Sepp, ich bin der Alkoholiker. Du bist also Alkoholiker. Genau, und ja, das war's. Ja, dann servus, ich bin der James und bin kein Alkoholiker. Du, was ist denn für dich noch der Rhein noch, sag mal, also. Ja, du hast ja gesagt, so wenn sie keiner Musik traut. Wissen, dass er wohl durcheinander ist. Und das es traut sich doch keiner hier. Ich dachte, wir werfen uns hier so die Wolle zu. Wofür Wolle? Ich bin Kalle und ich bin manchmal Alkoholiker. Seit wann? Ich? Also, ich vorm Busfahren manchmal und dann warte ich und dann kann ich Bus fahren und dann trinke ich wieder. Während Busfahren auch? Nee, während des nicht, darf ich ja nicht. Nee, während des Dienstes. Scheiße. Bleibt unser Geheimnis. Wenn es keiner mitkriegt, so ein Flachmann, den siehst du nicht. Hm, stimmt. Du meine, weißt schon, dass... ein bisschen konzentrieren und so, ne? Du weißt schon, dass der 5 Promille hatte gerade, Herr Schweizer, als ihr Bus gefahren seid? Ja, ist ziemlich gut Bus gefahren. Wer ist der Schweizer? Du meinst Alejandro, oder? Zeig doch. Meine, wenn er die ganze Zeit hier sein... Die ganze Zeit hier währenddessen noch trinkt, ja, kann er ja machen, ne? Hauptsache kein Alkohol. Bleibt uns auch uns. Ja, es ist eh in der Wasserflasche abgefüllt, der Wodka. Dann merken die Bullen nichts. Was, Alkohol? Jetzt nur wieder Bier. Auch die Burning Wall. Ja. Mikrofon muted. Ah, den Rücken musst du drücken. Was sonst so? Ja, läuft nicht so viel, ne? Und ja. Bei dir? Also, ich bin von der Polizei aufgehalten worden, hab nichts zahlen müssen und jetzt bin ich da. Hat der Band Joint? Ich hab meinen verloren. Oh, tut mir leid, warte mal, vielleicht hab ich ja noch einen? Leider nicht, tut mir leid. Scheiße, Alter. Oh. Boah, Schulz. Du bist so ekelhaft auf diese Gesellschaft. Gesundheit. Das war schon wirklich so eine 3 von 10 oder so, das war wirklich schlecht von mir, tut mir leid. Das ist eine Ekelhaft von Ekelhaft. Ja. James, puh, kann er mitkommen. Alter. Was los? Ich würde ins Haus gehen. Ja. Klingt nicht schlecht. Klingt nach einem Plan. Ja, dann können wir ja noch Kaffeerunde machen. Ja. Ja. So. Ja. Kalle, ich geh ins Haus. Wir gehen nach Haus? Ich gehe ins Haus. Du kannst ja noch hier bleiben und nachher noch kommen. Nein, nein, nein. Komm gerne mit. Ey! Mann! Was? Nichts, nichts. So, das wollte ich machen. Hey! Langsam zu nichts. Ich kann deine Gedanken lesen, weißt du? Ich habe gedacht, was du gedenkt hast. Ja. Du treibst nicht so wild, ich warte auf dich. Geil. Nicht vor James. Du, wir haben James. Jeder einen eigenen Flügel. Ich weiß. Okay. Willst du mit mir fahren? James? Ja, wir müssen halt noch zu Jetty Auto bewegen. Haben wir noch zu Jetty?
Dann wird nichts mit dir fahren, sorry. Ich kann ja mitkommen und dich zugucken oder so. Was? Du Perversling. Ja, hoffe ich halt, ne? DJ Jackie Cola, einen wunderschönen guten Abend. Du kommst gerade richtig. Wir steigen jetzt nämlich gleich um Flight Simulator um. Wir sind gerade dabei, um zu switchen, uns hier zu verabschieden. Servus. Ja, bitte. Wir sehen uns nachher im Haus, gell? Okay, okay. Nachher im Haus, Mama. Ja. In diesem komischen Haus da mit dem Flügel, ne? Ja. Mama, das ist doch über diesem Kleidungsladen da, an dieser Hauptstraße, wo diese kleine, schmale Straße reingeht, ne? Meine ich doch. Und das vordere Haus, richtig? Das vordere Haus mit der engen Einfahrt. Genau. Da parke ich jetzt. Da gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Du parkst nicht im Hof, du parkst draußen. Dein Parkplatz steht draußen. Wir haben extra draußen eine Doppelgarage. Ah, ich werde mal gucken, was ich machen lässt. Okay, ich sag's dir, wenn ein Auto innen drinnen, das gilt für dich auch, Schweizer, wenn ein Auto fremd von uns im inneren Hof steht, ich zünd's an. Oh, Jesus. 180.000 Pfuff. Yep, das ist Privatgrund, da hab ich's Hausrecht. Gut, ich geh da mal, ne? Okay, ja, okay. Tschüss. Bis nachher. Wiederhören. So, dann fahren wir zu Jetty noch schnell. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Jo, Freunde, gute Ciao Nacht, zusammen. Ne? Gute Nacht, schlaf gut. Servus, ja. Macht's gut. Von mir. Das werde ich. Tschüss. Glaub ich dir. Ciao. Macht es gut, Leute. Ciao. Tschüss. Nee, das wird keine Popo-Party, zumindest bei mir nicht. Keine Sorge. Von wo weiß Kralle, wo wir reden? Keine Ahnung. Weil ich hab's ihm, ich schwöre drauf, ich hab's ihm nicht gesagt, wo wir leben. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Er verfolgt uns. Echt? Ja. Gut, mal schauen. Ich fahr links. Okay, er ist abgebogen. Okay. Ja. Er fährt echt zu uns. Ich schwör's dir, wenn der bei uns parkt, dann schiebe ich die Karre raus und lasse abschleppen. Wo seid ihr überall lang gefahren? Wir sind Route 1, Linie 1 und Linie 2 gefahren. Ich finde, weißt du, ganz ehrlich, es ist gar kein schlechtes Ding, aber halt wie du sagst, das ist einfach... Der lässt schleifen. Es ist überhaupt nicht organisiert, der Laden. Nein, absolut gar nicht. Und allein jetzt hat das mit dem, ja, ich bin GOD, anruft er nicht? Ja, ruf einfach an, Mann. Jetzt mussten wir das für ihn machen, weißt du? Ja. Ja. Ein Witz. Witz. Mach mal dein breites Aussehen wieder zurück. So, ja, jetzt geht's ja im Flight Simulator. Ich bin mega gespannt, was die Updates gebracht haben, ob das wirklich einen Unterschied macht oder nicht. Aber wenn Paul schon sagt, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, who knows? Bin wirklich, wie gesagt, ich bin mega gespannt.
Infiltrator. Hat der eigentlich ein Nummernschild? Ich weiß es gar nicht. Hörst du auf? Lauf nicht. Hör auf, weiterzulaufen. Der ist gar nicht angemeldet, der Infiltrator. Okay. Microphone activated. Du, die alle Fahrzeugscheine von allen Autos hat alle der David, oder? Ja, bis auf die Jugulas, die haben wir. Also ich noch nicht. Nur du. Ah, stimmt, weil Franco ja nicht. Ist auch ein bisschen scheiße, weil da gibt's auch kein Testament, gell? Mhm, stimmt. Sollten wir auch irgendwie mal ein bisschen aufteilen. Ja. Oh mein Gott. Kannst du mal die Hände hochnehmen? Ich glaube, du hast so einen Schweißfleck unter drin. Ja, genau, danke. Was wollte ich noch sagen? Also ich habe vorhin mit Circlecast telefoniert. Wir sollen einfach die Fahrzeugbriefe von den Autos, die wir verkauft haben, einfach vorbeibringen. Okay, Karl, er ruft schon wieder an. Hä? Was war jetzt? Der James hat gesagt, vor den Garagen darfst du parken und nicht auf dem Hof. Die Garagen kannst du benutzen. Ich park auf dem Hof. Ja. Ja, die Tür ist offen. Ja, mein Flügel ist der linke Flügel, ja. Deiner ist der rechte. Ja. Oh scheiße, der rechte ist mein Flügel, hat James gesagt. Und nicht erschrecken, wir haben einen Hausmeister und eine Haushaltsangestellte. Ja. Einfach lieb grüßen, wenn du sie siehst. Nee, meiner ist der rechte. Kommt drauf an, von welcher Seite er. Ja, das sieht er eh gleich, weil wir jetzt eh gleich da sind. Ja, da steht er. Geh mal weg. James! Du! Ja, wie du siehst, ne? Nicht auf dem Hof geparkt. Bin intelligent. Ja, ist auch dein Glück. Oh ne, Glück glaube ich nicht. Ich glaube, das ist. Oh doch, das war dein Glück, weil sonst hättest du dir morgen dein Auto von der Feuerwehr abholen können. Bin ich mir nicht so sicher. Oh doch. Was meinst du, wofür ich diese wunderschönen Flaschen mit Serviette habe? Weißt du, stimmt auch schon wieder, ne? Keine Ahnung. Mit Baldwin, will dir geht. Hast du oft gewagt, oder die Zeit, ich geht schlafen? Ich geht jetzt schlafen, ja. Ich geht jetzt in Haut. Weil ich noch Kaffeelunde hab mit Lames. Lames? Ja, mit Lames. Oh, jetzt gerade nicht, weil James lacht. Ja, wir gehen jetzt ins Haus und haben noch eine Kaffeerunde zusammen. Es tut mir leid, wir sind fast schon hier. Und außerdem ist mein Freund bei mir, ja, der will auch noch zum Windsbett. Mhm, ja, es gibt Neuigkeiten. Yay. Ja. Microphone muted. Leute, wenn wir auf der Kaffeerunde sind, gehe ich mal ganz kurz auf Toilette und schauen wir mal kurz, ob ich da diese komische Wimper rauskriege aus dem Auge. Kannst du jetzt aus der Kaffeerunde? Bin dann gleich da.
Oh, das ist so nervig. Ja, du kannst auch von deinem Haus daran teilnehmen, aber das musst du halt wissen. Okay, ja, sonst weißt du ja, wie du uns im Haus erreichst. Also, ja, dann, ich wünsche viel Spaß, nicht zu viel Lamen verkaufen. Und liebe Lüle von mir, von Lames. Ah, hast du schon aufgelegt. Machen wir das denn jetzt schon öffentlich oder nicht? Ja, natürlich, was dachtest du denn? Das weiß doch eh schon jeder jetzt inzwischen. Ich hab nicht davon gehört, nein. Vielleicht du einfach sauen gehen und dann du siehst. Oh. Was? Es gibt Quass. Quass. Oh mein Gott, es gibt Quass. Was gibt's? Es gibt auch Coq du Vin. Das ist sehr gut, die Coq. Ja, dann du kaufe wie mich bei Bins mit Snacken und Quass, ja. Ja, gute Idee. Zu Selleckwelten. Du spinnst. Oh, scheiße. Ja, mach ich. Grüße von Baldwin James. Ja, Glüdle von mir zurück von Lemes. Grüße von mir. Grüße zurück von Lemes. Und Lemes sagt Grüße zurück. Vergessen, ja. Ja, das ist der. Genau der, Kalle. Du warst dabei, gell? Oh, so scheiße. Ja, das eben ist mein Freund. ja, gute Besserung in dem Fall, ja. Ja. Ja, wirklich. Ja. Tschüss, pass auf. Ich habe gerade gesagt, mach ich gleich. Sobald wir drin sind, gehe ich. Sag mal, wer war denn das eigentlich? Ja. Ein guter Freund von uns. Von Jack und mir. Achso. Also machen wir das jetzt öffentlich oder nicht? Und du, er war übrigens dabei, so auf dem Würfelpack geschissen hast. Er hat gerade gefragt, ob du das war, ob du der Kalle bist. Ja, das wirst du nicht mehr los. Scheiße, ey. Jetzt wirst du ja dich benutzt. Ja, wortwörtlich. Ja, wir können es öffentlich machen, das musst du aber für dich auch selber entscheiden. Da bin ich wirklich nicht scheiße getreten. Die eigene. Ja, nicht nur du. Oh. Ja, gut. Ja. Dann ab ins Haus. Ja, links, gell? Links abbiegen. Ja, links? Also links ist hier. Mein Flügel. Da drüben. Ja. Über der Garage. Und das gehört James. Über der Garage. Okay. Ja. Gut, ihr Lieben. Ja, hey, James. Gute Nacht. Hat jemand vielleicht einen kleinen Pflaster oder so für mich? Irgendjemand? Ein Blatter? Ein Pflaster, Blatter, genau. Mal. Ein Pflaster oder so. Ja, lass dich von ihm verarzten. Ja, genau. Er tut da seine Salbe drauf. Oh. Seine selbstgemachte. Aber so mit Kräuter und so und bitte mit Einhornpflaster so. Ja, das weiß ich nicht, ob Einhornpflaster hat, aber selbstgemachte. Du machst ja deine selbstgemachte Creme drauf, oder? Wer? Du? Seine Wunde. Ja, die Creme kommt nachher drauf. Ja. So, bitte. Meine ich ja. Dankeschön. Bitte. So, warum, ja, das wollte ich wieder noch fragen, warum bist du so rumgerumpelt? Ja, weil Shepard mich geschlagen hat. Ach stimmt, Shepard hat geschlagen. Ich habe übrigens Shepard geschlagen, James, Beschuss auf mich. Ja, habe ich schon gesehen. Geschlagen. Wieso denn eigentlich? Und auch Shepards Auto. Weil er meinen Freund geschlagen hat? Ja. Es geht gar nicht. Nee, es geht nicht. So, können wir jetzt endlich poppen gehen? Ja, lass uns poppen gehen. Okay, warte mal, links, sagst du, ne? Ja. Jetzt wird gepoppt.
Wie läuft das? Für Gottes Willen. James, nur geschenkt kommst du. Ich komm danach noch zum Kaffee, gell? Ja. Cappuccino wie immer. Ja, wo geht der hin, der Idiot? Ins Haus geht hier rein. Achso, ich dachte links. Da, innen drin in der Treppe ist links. Ich werde sie kennen. Oh mein Gott. Brauche ich noch die Zigarette danach? Im Haus wird nicht geraucht, haben uns verstanden. Hast du einen Balkon oder so? Ja, muss ich dann schon ist Balkon. Ist ein Balkon dran. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich schon so sehr. Jetzt wird eingelocht. Ja, wortwörtlich. Viel Spaß euch. Mit voller Wucht. Ja, danke. Dankeschön. Nimm ihn ordentlich ran. Ciao, James. Wir werden Spaß haben. Gute Nacht. Mach Oropax rein, ja. Freu mich. Mikrofon muted. Oh. Leute. Wer hätte das gedacht? Naja, aber James ist ja tolerant. So, ihr Lieben. In diesem Sinne war es das für heute für James Orwell, aber dran geblieben. Jetzt geht's weiter mit Flight Simulator. Channel switched. Channel switched, Leute. Und das heißt erstmal, Junge ist Kalle durch. Ja, da ist er ja schon, der Schweizer. Einen wunderschönen guten. Alter, ich dachte mir schon. Junge, Junge, Junge. Ob der sich jetzt in TS irgendwo treffen will? Keine Ahnung. Shannik wäre in einem TS. Ob der wohl mitfliegen will? Keine Ahnung. Aber der hat ja so Probleme mit seinem... Klingt das auch blöd? Der hat so Probleme mit seinem Stick. Naja, ich gehe...